Ein Hyma Grand Canyon S, 10. November 2020 und die Frostbeule Patricia ist da und man sieht's, wir sind in LD, das ist nicht Leipzig, sondern Landau. Landau in der Pfalz, ja. Du kennst eine Rockband, die heißt die Dicken Kinder von Landau oder wie? Ich weiß gar nicht, ob die von Landau kommen, aber die Dicken Kinder, die kenne ich. Ja, kennt er auch. Gut. Kennen wir alle. Denn wir sind tatsächlich heute bei Karatec und wir haben den Harald bei uns, denn ja, er ist ein nahbarer Chef. Er liebt HiFi, sowas kann man schon sagen. Er liebt Elektronik und hat ganz viele Mitarbeiter, die es auch lieben. Rund 20 Leute sind hier in Landau. Wir haben es schon ein bisschen umgeguckt. Wie gefällt es dir? Sehr schön. Ja, alle sehr freundlich. Super. Sehr freundlich, genau. Die machen hier so Sat-Antennen, aber viele kennen sie von den Fernsehern. Grüß dich, Harald. Hallo. Erstes Video? Nee, haben wir schon ein paar gemacht. 1000 Videos schon gemacht. Nee, so viele waren es noch nicht. Nicht so viele wie du. Ja, wir stehen tatsächlich in Landau und das ist so dein kleines Firmenimperium. Aber man muss hart arbeiten, man kriegt das nicht geschenkt. Ja. Das Ganze hat nicht mal null angefangen, oder? Genau, jeden Tag wieder. So ist es. Ja, da vorne sieht man es, du hast einen Showroom hier. Mhm. Genau, wir sind umgezogen vor 2,5 Jahren und wir hatten relativ viele Leute, die gefragt haben, können wir mal vorbeikommen. Und haben wir die Gelegenheit genutzt und haben in unserem neuen Gebäude dann auch ein Showroom integriert. Erst eine kleine Werkstatt, die mittlerweile dann auch schon größer geworden ist. Also wir haben in den 2,5 Jahren schon wieder angebaut. Ja, da ist sie. Sie steht vollkommen erhaben vor diesem Riesengebäude mit unserem 10 mm Weitwinkel. Wirkt sie jetzt wie eine kleine Ameise? Es ist aber auch so, man braucht hier natürlich viel Platz. Ihr habt ein großes Lager hier drin. Ja. Und was noch viel wichtiger ist, ihr habt eine große Werkstatt beheizt. Ja. Da kann man mit großen Autos reinfahren. Ihr habt sogar selber Autos. Ich zeige das mal gerade. Da vorne ist ein Niesmann und Bischof. Genau. Das ist was für einer? Wir haben aktuell 3 Fahrzeuge. Das ist ein Ato 88 EK. So, und ihr habt noch einen Mercedes-Benz? Genau, wir haben noch den Sprinter Grand Canyon S von Hymer. Und noch ein Karmann Davis 590. Das sind alles Vorführfahrzeuge, die normalerweise auch bei uns hier in Landau stehen. Das ist ganz wichtig. Ihr habt nämlich nicht nur, was viele ja kennen, sind Fernseher und Halterungen. Die sind bei vielen Erstausrüster quasi mit drin, die Wohnmobile bauen, zum Beispiel Detlefs. Genau. Detlefs verwendet unsere Fernseher, auch einen Teil unserer Halter. Es gibt eine ganze Reihe von Reisemobilherstellern, die unsere Halter verwenden. Aber wir haben ein sehr, sehr viel größeres Programm als das, was die Leute normalerweise von uns kennen. So, komm, wir gehen mal ganz kurz rein. Es ist kalt. Machen einen kurzen Rundgang. Wir werden euch übrigens vielleicht, damit ihr es wisst, ganz viele Videos noch zeigen. Da hinten stehen 2 Fahrzeuge, die wir mal begutachten werden. Da ist so ziemlich alles verbaut, was ihr könnt. Unter anderem 360-Grad-Kameras. Genau. Und davon sogar 2. Gucken 2 Stück gleich. Mal an. Ja. Sehr schön. Ja, das ist der Shop. Und es kann sein, dass die Kamera gleich ein bisschen beschlägt. Ich hoffe nicht. Denn es ist ganz schön frisch geworden draußen. Ja, und hier ist schön mollig warm. Ja, was direkt mal ins Auge fällt, ist, sie haben E-Bikes. Und zwar welche, die ich noch nie gesehen habe. Ich als alter E-Bike-Crack kenne E-Bikes noch nicht. Ja. Die sind so ein bisschen speziell. Die sind von Blaupunkt. Blaupunkt ist ja ein Lieferant von uns, von Navigationssystemen, Monisiva und so weiter. Und die haben schon seit ein paar Jahren Falträder. Und wir haben uns entschieden, natürlich beginnend mit dem schicken Orangen, was ganz gut zu uns passt, die mal bei uns auch auszustellen, den Showroom auszustellen und mal die Resonanz der Kunden zu testen. Und die ist tatsächlich sehr, sehr positiv. Die Räder sind auch sehr schick, also gerade für Wohnmobilisten, weil sie halt auch in Kastenwagen reinkriegen oder auch in Fahrzeuge mit einer Hecksitzgruppe, wo man nicht so eine große Garage hat, passen echt gut rein. Und sie sind auch zugelassen, haben auch eine deutsche Zulassung. Das ist das, was viele auch beachten müssen. Ja, hier vorne sieht man es, Weitwinkel-TVs. Ihr seid selbst auch quasi Hersteller. So ist das, genau. Also wir produzieren hier in Landau selber nichts, aber wir haben Partner, die für uns die Produkte produzieren. Die Fernseher genauso wie die Halter überall auf der Welt. Manche Produkte kommen hier aus der Südpfalz, manche kommen aus Deutschland, manche kommen aus Europa und manche eben aus Asien. So, wir haben einen Halter gezeigt, den wir ganz oft gezeigt haben. Das ist schon die neue Version. Das ist ein Halter, wo ich einen 32 Zoll Fernseher, der ist jetzt mal beispielsweise hier mal montiert. Genau. Das ist schon das Fetteste, was geht auf dem Halter. Genau. Ja, der geht bis 6,5 Kilo. Normalerweise werden da halt kleinere Fernseher drauf montiert. Wir haben hier jetzt mal testweise einen 32 Zoll, den man dann auch drehen kann. Also das ist ein Pushlock-Halter, der neue. Das heißt, ich kann den reindrücken, kann ihn dann rausziehen und kann den Fernseher dann umschwenken. Genau. Den Drehbeschlag gibt es aktuell noch nicht. Das ist immer gerade in der Entwicklung, der ist noch nicht ganz fertig. Aber da der Trend eben zu großen Fernsehern geht, wollen wir den auch mit anbieten. Aber den Halter, den neuen Pushlock, den gibt es seit ungefähr einem Jahr und kommt sehr gut am Markt an. Ist auch sehr benutzerfreundlich einfach. Mhm.
Ja, wir hatten das letzte Mal, hatten wir einen Drehhalter gefilmt. Mhm. Das Video ist noch nicht on air. Von einem deutschen Hersteller, fängt mit P an, von Luxusreisemobilen. Da haben die alle gequietscht. Und zwar alle, die es irgendwie nur gab. Da haben wir gedacht, komm, wir machen mal ein bisschen Silikonspray drauf. Aber wir hatten gerade keins dabei. So eine Herstellung von so einem Halter, das ist ja nicht trivial. Wir sind ja hier in Deutschland. Das sieht trivial aus mit diesen Haltern, aber da ist ganz viel Detailarbeit notwendig. Also hier sieht man, Kabelführung haben wir da mit eingebaut. Aber was auch ein Thema ist, bei dem Halter, den sehr viele kennen, den CFA 101L, wenn man da Schrauben reinmacht für den Fernseher, die ein bisschen zu lang sind, dann klappert das ganze Ding. Und das ist dann ärgerlich, die Leute ärgern sich, dass der Halter klappert. Das kann man relativ leicht abstellen, indem man Filz drüber macht. Aber hier haben wir gleich so viel Platz gelassen, dass er gar nicht mehr klappern kann, egal wie groß die Schrauben sind, die verwendet werden. Ja, was sehr interessant ist, der ist jetzt schräg montiert hier hinten. Das ist aber Absicht, oder? Das heißt, das sieht von hinten schräg aus und der Fernseher selber ist aber gerade. Genau. Gut, das spielt eh keine Rolle, weil er wird ja gedreht. Genau. Also da ist jetzt dieser Drehbeschlag. Wie gesagt, den gibt es halt noch nicht. Aber wir sind dabei, das in die Serie zu bringen. So, der kommt tatsächlich made in der Pfalz, der hier? Der wird hier in der Südpfalz produziert, in unserem letzten Karatec-Magazin. Viele werden das kennen, war ein Bericht über den Hersteller auch drin. Da haben wir mal 6 Seiten gezeigt, wie diese Halter produziert werden und was die sonst noch so machen. Ja, du bist ja auch ein Produkt aus der Pfalz, oder? Ja. Aus, nochmal woher? Thaleischweiler Fröschen. Thaleischweiler Fröschen. So, das ist gar nicht so weit weg. Wir sind in Landau. Warst du schon mal in Landau vorher? Ja. Aber was ist denn in Landau? Außer Covid-19-Test. Landau ist echt eine super schöne Stadt. Also auch gerade, die haben guten Wein. Ja, das muss man auch dazu sagen. Und ja, ist einfach, es lohnt sich, hierher zu kommen. Landau ist wirklich was ganz, ganz Tolles, gerade hier in der Pfalz. Ja, ihr macht Umbauten, das heißt also, jemand kann zum Beispiel, wenn er einen alten Fernseher hat, sich auf 32 Zoll umrüsten lassen. Und da kann man sich das Auto mal angucken. Ihr habt viele, die kommen mal her und stellen das Auto vor. Genau, also die kommen hierher, lassen sich beraten und dann bauen wir individuell das ein, was die Kunden halt haben möchten. Das heißt, ihr seid nicht nur Hersteller, ihr beliefert viele, ihr stellt selber her, da ist, ich sag mal, ein Ingenieursschmalz so ein bisschen dahinter, ja, dass man solche Entwicklungen macht, wie zum Beispiel das hier ist der Urhalter quasi, der Caraflex CFW 200, stimmt das? Der 300, eins drunter, das ist der erste Halter, den wir gemacht haben. Das war einfach, es gab am Markt keine Halter, die sich verriegeln lassen, die man an die Wand montieren kann und die zudem auch noch flach sind. Und da wir keinen gefunden haben, wir haben früher andere Halter vertrieben, haben wir den selber dann konstruiert vor ungefähr 15 Jahren und vertreiben den seitdem in unterschiedlichen Varianten. Also der 200er ist eine Variante, 300er und noch ein bisschen größer, der 305. Patricia, komm mal her. Du weißt, was jetzt kommt. Du willst, dass ich das mache, ne? Ja, mach mal. Wir haben auf der Messe so viele Halter entriegelt. Ach, guck mal. Du kennst es schon. Das heißt, die Leute haben meistens nach vorne gezogen und nicht zur Seite gedrückt. Ja, stimmt. Aber jetzt, wo du es kennst? Ja, ist echt so. Oder hast du es vorher schon gesehen? Ich habe das schon vorher mal gesehen, glaube ich. Wir haben ja so viel gesehen auf der Messe. Aber ganz, ganz viel Karatec. Ja, das auf jeden Fall. Und ich bin auch gerade richtig froh, dass ich das hinbekommen habe. Ich dachte nämlich schon, jetzt kommt wieder... Oh. Kannst du es kaputt so machen. So, oben drüber ist gleich in grün. So. Das heißt jetzt oben, der ist schon ein bisschen neuerer, oder... Nö, das ist einfach nur eine kleine Variante davon. Der hat nicht so einen großen Schwenkbereich. Das ist so ein bisschen ein Spezialist, wenn man nur den Fernseher ein bisschen schwenken will, dass man die Anschlüsse kommt. Okay. Ich glaube, den habe ich bei mir im Morello drin. Das ist, den kann ich einfach nur ein bisschen ausziehen. Ich habe einen, den kannst du einmal ausziehen und so. Nee, der ist fix. Aber spielt keine Rolle. Hier vorne haben wir einen 149 Euro. Was kann der? Der ist ein bisschen anders von der Konstruktion. Das andere sind ja Stahlhalter und dann haben wir noch die Aluhalter. Die sind ein bisschen anders von der Art der Montage, sehen auch ein bisschen eleganter aus. Gibt es dann auch in Silber und in Schwarz und haben noch die Funktion, dass man noch so einen Schwenkaufsatz drauf machen kann, dass man den Fernseher so ein bisschen nach unten runterneigen kann. Das ist natürlich schön jetzt hinten im Heck, nehme ich an, wenn du Fernseher guckst im Bett oder so. Ja, genau. So, da unten drunter, was ist das für ein? Das ist wieder aus der anderen Serie, der 305er. Der heißt 305, weil der 50 cm Schwenkbereich hat. Das ist jetzt gerade hier ein bisschen eng mit dem anderen Fernseher. Und da kann ich dann eben von hinten schauen, zum Beispiel von der, vom Bett aus und kann auch vorne von der Dinette gucken oder von den Fahrersitzen aus. Also einfach mit einem großen Schwenkbereich, dass ich einen Fernseher, so 22 Zoll Fernseher, noch komplett einmal umdrehen kann. Ich habe jetzt so einen ganz großen 85er habe ich an die Wand gehangen und habe mir aus dem Internet so eine Halterung bestellt. Mhm. Die hat auch ganz viele gute Bewertungen.
Trotzdem hat die sich geneigt nach unten. Mhm. Das heißt, sie war wohl doch nicht so gut. Das heißt, neigen die sich bei euch mit dem Gewicht ein bisschen? Es kommt ein bisschen auf den Halter drauf an. Also wir haben hier diesen, der ist sehr, sehr lang und der ist schon sehr steif. Es gibt aber tatsächlich ein Problem. Am Anfang, als wir den auf den Markt gebracht haben, da waren diese zwei Schrauben da unten noch nicht drin. Und da war das so, wenn ich den jetzt ganz rausschwenke, das sind ungefähr 60 cm und drücke den, ja, dann hat sich der Halter hier an dieser Stelle etwas bewegt. Okay. Und oft ist das Problem einfach der Untergrund, dass die Möbel nicht so steif sind wie der Halter selber. Aber wenn der hier mit diesen 8 Schrauben befestigt ist, dann ist der wirklich auch stabil. Aber da muss man halt darauf achten, dass diese Schrauben dann auch befestigt sind. Das sind so die Tricks, wo ich sagte, so ganz trivial ist das mit den Haltern nicht. Man kann nicht einfach irgendeinen Halter nehmen und denken, das funktioniert dann. Ja, noch eine Besonderheit, Entschuldigung, ja, bei diesem Halter ist, den haben wir jetzt hier auf der linken Seite verrastet, ja, geht dann so rum. Aber der Halter ist symmetrisch, das heißt, ich kann den genauso gut dann auch, wenn ich da jetzt Holz hätte auf der Stelle, kann den hier in die Ruheposition bringen. Deswegen, unsere Halter heißen hier Karatec Flex und sie sind eben auch sehr flexibel in der Montage. 199 Euro, die sind aber gut investiert. Das heißt, wenn man den ja jeden Tag rein raus macht, das machen ja viele, ist das eines der am meisten beanspruchten Dinge im Wohnmobil. Genau. Ja. Okay. Soll ich auch halten und das Problem ist, Fernseher soll ja nicht runterfallen während der Fahrt. Deswegen auch immer auf die Verrastung achten, das ist ein wichtiges Thema. Was bei dem noch ganz schön ist, den benutzen viele Leute auch dafür, dass man dann eben aus dem Fahrzeug rausgucken kann. Das heißt, dass man wirklich vom Fahrzeug sitzt und kann dann trotzdem noch Fernsehen gucken. Fußball-WM zum Beispiel, die ja dieses Jahr nicht gab. Mhm. Hier vorne sieht man ja, das ist jetzt das Schlachtschiff. Wenn du das noch einmal kurz rausziehst, wer kam denn auf die Idee, Fernseher zu drehen? Also als wir jetzt auf der Messe waren, da hat man so das Gefühl, oh, da hat aber einer eine gute Idee gehabt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das spart halt super viel Platz und ist halt auch mega praktisch. Also das Thema ist ja einfach, wenn man in ein Wohnmobil reinkommt, stellt euch vor, hier ist jetzt die Treppe, ich komme jetzt in das Fahrzeug rein und habe hier einen Schrank. Und dieser Schrank hat halt eine bestimmte Tiefe. Und die Tiefe ist nicht so wie der Fernseher, so ein 32 Zoll, der ist ungefähr 80 cm breit. So breit ist das Möbel an der Stelle nie. Und deswegen kann man halt dann hergehen, den Hochkant montieren, dann ist er nicht breiter als ein 24 Zoll ungefähr. Ja, das ist schon klar, aber wer kam auf die Idee? Bist du irgendwie nachts aufgewacht, schweißgebadet? Nee, das ist nicht unsere Idee, das machen ja tatsächlich andere auch schon. Man muss es halt nur vernünftig machen dann. Okay. Da gibt es ja so eine sehr klapprige Lösung und bessere Lösungen. Und wir hoffen dann, dass wir da wieder wie bei den anderen halt auch eine gute Lösung haben. Sehr schön. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist das Klappern, das Thema Schrauben. Wenn du mir das noch einmal ganz kurz zeigst im Detail, denn ich habe dich direkt gefragt, es gibt da einige, die so ein bisschen klappern. Jetzt hast du hier so ein Pushlock-System, auch das muss ja funktionieren. Wie oft habt ihr das probiert, rein und raus? Also ganz oft, diese Entwicklung hat viel, viel länger gedauert, als ich gehofft habe. Ich dachte, das geht relativ schnell, weil wir halt mit Hunderttausenden sind das mittlerweile, Halter echt viel Erfahrung haben. Aber wir haben hier diesen Gleitauszug nochmal komplett neu entwickelt und das hat echt Jahre gedauert, bis das dann so war, wie wir es haben wollten. Das hat tatsächlich Jahre gedauert. Ja, das hört sich jetzt so an wie Hexenküche und sonst was. Aber es ist tatsächlich so, weil einfach die Details, es kommt einfach auf die Details an und gerade bei diesen Auszügen, die du eben gezeigt hast, wenn man von der Seite drauf guckt, wie das Profil ist, da sind ja eben Kunststoffteile drin, wie die geformt sind, so dass es auf der einen Seite leichtgängig ist, dass man es wirklich gut bewegen kann, auf der anderen Seite nicht zu leichtgängig, aber auch nicht klappert dann so in die Richtung. Das Starke sind auch die Kabel. Ich habe es letztes Mal eingesehen, die konnte man sogar in der Tür verschieben. Da waren die Anschlüsse sogar, die haben dann reingeklackt. Vielleicht hast du das auch schon mal gesehen. Der Fernseher selber hatte gar keine Anschlüsse, sondern wenn du das rübergeschoben hast, waren die Anschlüsse in dem Möbel drin und der hat sich dann wieder verbunden quasi, wenn du jetzt die Tür geöffnet hast. Das heißt, die Leute kommen immer wieder auf neue Ideen. Ja. Viele gucken bei euch ab, muss man schon fairerweise sagen. Ja, die Idee war jetzt nicht von uns, aber es ist tatsächlich so, dass man von den Haltern, von unseren ursprünglichen Haltern, über die wir gerade gesprochen haben, die 15 Jahre alt sind, gibt es mittlerweile viele Plagiate, Nachahmungen, die da ein bisschen geändert sind. Aber mittlerweile gibt es schon ganz schön viele. Selbst von den Auszügen gibt es schon einige Nachahmer. Das Teil in der neuen Ausführung haben wir jetzt zum Patent angemeldet. Es dauert halt relativ lange, bis dann das Patent erteilt ist, sodass dann hoffentlich mal eine Zeit lang Ruhe ist und dass wir den dann alleine diese Art haben. Das steckt ja, wie gesagt, wir haben viele Jahre gebraucht, bis wir den fertig hatten. Da steckt natürlich auch eine Menge Geld und Gehirnschmalz drin. Und das muss man ja dann nicht gleich wieder kopieren. So ist das ja. Ihr habt unglaublich viel. Ein großes Thema bei euch sind Alarmanlagen. Da werden wir auch nochmal ein eigenes Video zu drehen. Ihr seid Partner von Vodafone Automotive und du hast mir erzählt, wenn man egal wo auf der Welt ist, Vodafone,
Das kennt man. Jetzt kennt natürlich gemeinerweise, könnte ich mal meine Novize mal fragen, entsprechend Vodafone, das kennst du natürlich vom Handy, oder? Ja, genau. Da denkt man direkt an den Handyanbieter. Und jetzt Alarmanlagen? Passt das? Also ich habe es vorhin schon gehört. Für mich war das total neu. Also was hat Vodafone damit zu tun? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, das Schöne ist nämlich, wir haben eins gelernt. Was bringt die beste Alarmanlage, die hupt und blinkt und macht und tut und keiner reagiert? Und da hat Vodafone eine Lösung. Genau. Also vielleicht nochmal zur Geschichte. Warum heißt das heute Vodafone? Also wenn ich in Asien unterwegs bin, dann sage ich nicht, wir haben Vodafone Automotive-Alarmanlagen, sondern ich sage, wir haben Cobra-Alarmanlagen. Cobra-Alarmanlagen gibt es seit 1973, ist ein italienisches Unternehmen und ist 2014 von Vodafone übernommen worden. Warum kauft jetzt Vodafone einen Alarmanlagenhersteller? Ist ja so eine alte Technik irgendwie. Aber das ist relativ einfach. Da sieht man an diesem kleinen Kästchen, was daneben ist. Das sind nämlich vernetzte Systeme. Vernetzt heißt da nicht nur, dass da eine Information geschickt wird an den Nutzer, dass jetzt eingebrochen wurde, so ein Pager, sondern auch, es steckt ein komplettes Alarmsendernetzwerk dahinter, es ist eine komplette Serverinfrastruktur und Vodafone Automotive ist damit Lieferant zum Beispiel von Porsche. Das Porsche Connect stammt zum großen Teil von Vodafone Automotive und Vodafone hat einfach gesagt, wir möchten in der Lage sein, das komplette Portfolio abzubieten. Das heißt einmal die Hardware, die dann eben von Cobra, heute Vodafone Automotive kommt, genauso wie die SIM-Karte, also wie die Telefonverträge, die dazugehören und damit ein Partner für die Automobilhersteller werden. Genau, ihr kennt das System schon sehr lange. Viele Alarmanlagen, wo das draufsteht, haben euer Lager verlassen, kann man das genau so sagen? Ja, alles, was in Deutschland natürlich verkauft wurde, kommt von uns. Also wir sind exklusiver Vertriebspartner für die Alarmsysteme von Vodafone Automotive. Und wir haben ja auch eine gemeinsame Geschichte. Also Karatec haben wir gegründet 2009 und vorher waren wir eben Teil von Cobra. Wir waren praktisch die deutsche Niederlassung von Cobra, Cobra Deutschland GmbH in Kandel. Und daraus ist Karatec entstanden. Also wir waren früher einfach Teil dieses Unternehmens, was heute Vodafone Automotive heißt. Und du hast das gegründet? Karatec hat mich gegründet, zusammen damals noch mit einem Partner in 2009 und Geschäftsbetrieb aufgenommen zum 1. Januar 2010. Mit 12 oder wie? Nein, nicht ganz. Ein bisschen älter war ich dann schon. Ich mache das ja schon ein paar Jahre. Also Unterhaltungselektronik mache ich. Ich habe relativ früh angefangen, muss man sagen. Aber ich mache seit über 35 Jahren Unterhaltungselektronik. Also ich mache immer noch das Gleiche wie damals. Autoradios verkaufen und so ein Kram. Er redet so, sieht noch so jung aus, oder? Ja. Was soll ich auch anderes sagen? Also. Vorlage. Es sieht noch so jung aus. Ja. Landau, warum denn Landau, der Standort? Das war Zufall, oder? Ja, für mich war es nicht Zufall. Ich komme eigentlich ja aus Gießen, war dann lange Jahre bei Volkswagen Zubehör. Votex hieß der Laden damals noch in Dreieich. Ich hatte dann Lieferanten, nämlich eben Cobra. Und die hatten eine deutsche Niederlassung. Diese deutsche Niederlassung, die war in Kandel in der Südpfalz. Und so bin ich 1999 in die Pfalz gekommen. Und Landau, es gibt hier in der Gegend ein paar gute Standorte für Gewerbeimmobilien. Da gehört eben Landau dazu und das war so unser Wunschort. Und deswegen haben wir uns beworben, hier ein Grundstück kaufen zu dürfen. So, wenn du vielleicht mal die Finger da wegnimmst, sonst ist es gleich gesperrt und geht nie wieder an. Nee, sie kann nichts kaputt machen. Nee, an dem Gerät sicherlich nicht und an den anderen auch nicht. Ja, ihr habt ganz viele verschiedene Navisiever. Ja. Was ist ein Navisiever? Oh, steht das irgendwo? Navisiever, was könnte das sein? Ja, ein Navi halt, ne? Navi mit? Wahrscheinlich. Siever. Soundsystem oder was? Das ist so wirklich, wie alt bist du? 23, gell? Ja. Früher gab es so HiFi-Anlagen. Aha. Genau, das kennt der Harald nämlich noch. Da kommt er nämlich auch her. Er ist nämlich HiFi-Fan. Und wie hieß das früher im HiFi-Turm? Receiver hießen diese Dinger halt, genau. Ja, genau. Heißt ja eigentlich Empfänger, aber dieser Empfänger hatten auch immer einen Verstärker drin. Und Navisiever ist echt ein blödes Wort, muss man echt sagen. Es gibt auch Monisiever. Monisiever, genau. Ja, aber da gibt es beides. Also hier dieses schicke Teil von Kenwood ist tatsächlich ein Monisiever. Also Monitor plus Receiver. Receiver heißt ein Radioempfänger plus ein Verstärker. So einfach ist das eigentlich. Der Name ist eigentlich doof. Und da gibt es die wildesten Sachen. Das heißt, es gibt ja solche DIN-Schächte. Das hier ist jetzt einer für Doppel-DIN oder wie nennt sich das? Das ist für Doppel-DIN. Das ist ein Blaupunkt, wo noch ein Laufwerk mit drin ist. Ist ja heute eher eine Seltenheit bei so großen Geräten. Ein 10-Zoll Monitor. Und ein CD-Laufwerk. Genau. Entschuldigung, ein CD-Laufwerk, DVD-Laufwerk. Und ein 10-Zoll-Monitor basiert auf Android. Das heißt, da kann ich tatsächlich auch Android-Apps drauf laufen lassen auf diesem Gerät. Ja, das Hightech-Teil ist hier vorne von Alpine. Unter anderem, man kann es drehen?
Das ist jetzt die feste Variante. In dem Arto ist die Schwenkvariante eingebaut. Da wir das Fahrzeug ja immer da haben, haben wir beide Varianten. Also hier einmal die fest eingebaute oder die schwenkbare. Das Produkt selber ist identisch, nur dass halt bei dem großen Gerät noch die Schwenkfunktion hinzukommt. Was mir auffällt ist, früher war ja alles digital, Touchscreen und allem drum und dran. Ihr habt immer mehr so kleine Regler mit drin, analoge Regler. Gott sei Dank. Also das Wichtige ist halt, dass die Bedienung gut funktioniert. Und für Lautstärke und ein paar andere Funktionen ist so ein Drehregler immer noch richtig gut. Also Geräte, die jetzt nur ein Touchscreen haben, sind natürlich ein bisschen schwer zu bedienen. Ich mag ganz gern einfach einen Arm ausstrecken und laut und leise regeln. Das geht halt mit Touchscreen nicht. Deswegen sind Lautstärkeregler, die ich drehen kann, immer noch ganz schön. Die Leute mögen es auch. Alexa, Lautstärke 4. Ja, so kennt man es normalerweise. Alexa, ist das im Kommen, auch im Auto? Ja, das kommt langsam. Es gibt einige Geräte, die das schon eingebaut haben. Also von Pioneer gibt es eine ganze Reihe von Geräten, die Alexa schon integriert haben. So, ihr habt also ganz viele verschiedene Marken. Was habt ihr alles? JVC? JVC, ja, Kenwood und JVC ist ja der gleiche Laden. Das heißt, wir konzentrieren uns da eher auf den Bereich Kenwood. Die haben die attraktiveren Geräte für die Reisemobilisten. Auch die Reisemobilnavigation ist ja ein Kenwood-Gerät, kein JVC-Gerät. Ansonsten, wir haben Alpine, wir haben Pioneer, wir haben Sony, wir haben Blaupunkt und wir haben eben Kenwood als Marken bei uns. Und die sind alle unterschiedlich, die Geräte. Wir machen das wirklich so, also Daniel Schweizer und ich, wir waren ja lange auch im Einzelhandel unterwegs. Und wir machen wirklich noch so ganz klassisch eine Bedarfsermittlung bei dem Kunden. Was braucht er? Was ist das richtige Gerät für den Kunden? Das Sony-Gerät, das ist zum Beispiel Monisiver, der zeichnet sich dadurch aus, dass er erstmal ein großes 9-Zoll-Display hat, aber super, super einfach auch zu bedienen ist. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was die Leute möchten. Da ist keine Navigation eingebaut, also Monisiver haben wir ja gerade gelernt, wo ich dann als Navigation mein Smartphone anschließe und dann über Apple CarPlay oder Android Auto navigieren kann. Was auch viele machen, muss man sagen. Ich mache es auch selber. Ich mache es über Google Maps, weil da habe ich immer die neuesten Verkehrsinformationen. Ich habe so das Gefühl, dass immer, wenn die Zeit angezeigt wird, es sei denn, ich mache ganz große Reisen, dass es auch stimmt leider. Wenn da steht dann irgendwie Dortmund 5 Stunden 34, denkst du, oh, das schaffst du doch vielleicht in 4. Meistens stimmt es nicht. Ja, denn das ist tatsächlich so. Also da, ich fahre so auch ganz gerne mit Apple Karten oder mit Google Maps. Es hat natürlich einen Nachteil für die Leute, die ein größeres Reisemobil haben. Es gibt aktuell keine App, die damit funktioniert, wo ich die Daten, also die Größe, Gewicht meines Fahrzeugs eingeben kann, Höhe genau. Also von daher ist eine Kombination dann oft aus einer Reisemobilnavigation und Apple CarPlay oder Android Auto schon noch sinnvoll. Was glaube ich, was ich schon am eigenen Leib erlebt habe, wenn du jemals mit einem 9-Meter-Fahrzeug auf dem Feldweg gelandet bist, das muss noch nicht mal die Brücke sein, die ich erwische, dann kommst du nicht mehr raus. Ja, mir ist das auch schon passiert. Also ich stand im Stau und wollte einfach mal gucken, wie lange der dauert. Und dann dachte ich, jetzt nehme ich mal Google Maps und fahre danach. Und dann stand ich halt auch mit dem Auto vor einem 3,5-Tonnen-Schild. Das funktioniert halt nicht mehr. Dann habe ich dann doch wieder die eingebaute Navigation von dem Alpine genommen. Und das hat mir dann den richtigen Weg gewiesen. Also die Kombination ist schon ganz hilfreich. Ja, wir kommen nochmal auf das Thema. Ihr seid ja, ich sag mal, es sieht so ein bisschen aus wie in der Abteilung beim Mediamarkt, so ein kleines bisschen, aber es unterscheidet sich ja wesentlich. Das bedeutet, die Ausstellungsfahrzeuge sind ja hier zur Beratung da. Du hast mir erzählt, ihr habt hier 12, 15 verschiedene Geräte. Der Kunde stellt Fragen. Was ist so eine typische Frage, die er zum Beispiel stellt bei so einem Gerät? Ja, die meisten Leute stellen gar nicht so Fragen, sondern die sagen, guten Tag, ich hätte gerne Navigation. Und dann ist es unser Job, die richtige Navigation für den Kunden zu finden. Also erstmal, was hat er für ein Wohnmobil? Hat er einen Kastenwagen? Hat er ein Wohnmobil über 3,5 Tonnen? Das unterscheidet sich dann schon ein bisschen. Was nutzt er für ein Smartphone? Nutzt er überhaupt ein Smartphone? Und dann kann man dann eben die richtige Navigation finden. Und das ist das Schöne, das gibt es heute ja leider gar nicht mehr, bei manchen Autohalferhändlern vielleicht noch, dass man wirklich 18 Geräte mal nebeneinander sieht und dass man einfach die Auswahl hat und sagen kann, das ist Ihr Gerät, das ist das optimale Gerät für Ihre Anwendung. So, die sind noch nicht verstaubt, das heißt, ihr habt immer die latest Software, die latest Geräte, die allerletzte Technik hier, das heißt, die es gibt am Markt, also das, was ich hier kriege und kaufen kann, das ist Stand der Technik. So soll das sein, ja, also wir wollen ja nicht alte Geräte hier anbieten, das Kenwood-Gerät zum Beispiel hier, das ist funkelnagelneu, das ist seit einer Woche auf dem Markt, ein spektakulär guter Monisiver, deswegen spektakulär gut, weil es das erste Gerät ist, was zum einen diese hohe Auflösung hat beim Monitor. Ich glaube, man sieht das. Das sieht man schon, wenn man bei uns im Treppenhaus steht, dass der anders aussieht als andere Geräte.
Und es wird in sehr kurzer Zeit dafür auch passende HD-Kameras geben. Und das ist dann einfach ein Kamera-Erlebnis, würde ich beinahe sagen. Das unterscheidet sich ganz groß von anderen Kameras, die heute angeboten werden. Der Name von dem System? Das heißt leider ziemlich kompliziert, nämlich DMX9720XDS. Nochmal bitte. Ich kann es. DMX9720XDS. XDS von? Kenwood. Genau. Das kenne ich nur. Ich bin ja Funkamateur. Die bauen ja Amateurfunkgeräte oder haben es mal gebaut. Genau. Waren ja auch noch. Ja. Aber was die bauen, funktioniert, kann man sagen, oder? Das kann man sagen. Das ist ein sehr, sehr verlässlicher Lieferant mit sehr verlässlichen Produkten. Die sind alle gute Geräte. Also auch eine unspektakulärere Navigation wie die jetzt oben drüber ist ein super gut funktionierendes Gerät mit einer eingebauten Garmin-Navigation. Das ist auch sowas, wo man Leute fragt. Die sagen, ja, ich hatte die Navigation, die fand ich nicht so gut. Okay, dann weiß ich, da muss es eine Garmin-Navigation sein. Gibt es natürlich auch genau andersrum. Also man muss einfach ermitteln, was die Leute brauchen. Und das ist auch ein sehr verlässliches Gerät mit einem super Radioempfang. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. DAB. Und da gibt es ja sowohl DAB als auch UKW. Und da gibt es ja schon noch auch große Unterschiede bei den Geräten, aber natürlich auch bei den Antennen. Ja, so ist das. Ja, da kommen wir schon aufs nächste Thema. Ganz viele haben schlechten UKW- und DAB-Empfang. Da habt ihr eine Lösung für. Und bevor wir auf das Thema Soundsysteme kommen, was natürlich der Patricia extrem wichtig ist, was für ein Fahrzeug fährst du? Aktuell gar keins. Ein Fahrrad. Ist das so, dass der Trend zur Mobilität, gerade bei Studenten, ist das nicht so, man muss nicht unbedingt ein Auto haben, wenn der ÖPNV einigermaßen funktioniert? Naja, also wie du bereits gesagt hast, wenn man halt, wenn der ÖPNV sich anbietet, gerade in einer Großstadt wie Magdeburg, da braucht man eigentlich kein Auto, nein. Ja, aber als Wohnmobilist hat man ja immer sein Auto dabei. Da muss natürlich alles funktionieren. Und ihr habt auch festgestellt, dass kleine Hardware-Änderungen gerade bei GFK-Fahrzeugen oder Kunststoffaufbauten den Empfang massiv verstärken können. Genau, also wir haben ein Messsystem, wo wir eingebaute Antennen messen können und dann wirklich objektiv feststellen können, die Antenne funktioniert in dem Fahrzeug oder so funktioniert nicht. Und wenn sie nicht funktioniert, dann muss man eben individuell schauen, was ist dann die richtige Lösung für dieses Fahrzeug. Es gibt nicht das Universalrezept. Also klar ist eine Dachantenne mit einer Aluplatte besser als jetzt irgendwas Integriertes. Das kann man eigentlich schon so sagen. Aber man muss einfach gucken. Und wir schaffen es auch mit Wohnmobilen, die 20 Jahre alt sind, eine Antenne drauf haben, durchaus aus diesen Antennen noch ein DAB-Signal, ein vernünftiges DAB-Signal, was dann mit den Radios auch gut funktioniert, rauszulocken. Du weißt, was DAB ist? Ja. Was ist es? Oh Gott, wie erkläre ich das jetzt am besten? Das ist einfach Internetradio, kann man das so sagen? Alles klar. So, das ganz große Thema, nee, es war Spaß beiseite, ist digitales Radio. Das heißt, du kennst so UKW, kennst du doch? Ja. FM. Ja, so, klar. Es gibt jetzt das gleiche digital, wie praktisch, also über die Antenne, aber das kannst du mit einem normalen Radio nicht mehr empfangen. Mhm. Gibt es schon seit 20 Jahren. Hast du gewusst? Digitaler Native, ja. Das heißt, es gibt ja viele Leute, die empfangen ja mittlerweile Radio nicht mehr über DAB oder FM, sondern tatsächlich über eine App. Das machen immer mehr. Da habt ihr Router im Einsatz? Genau. Haben wir auch einen Router, also hauptsächlich natürlich für das Thema Fernsehen. Wir haben ja diese neuen Smart Bundles nennen wir das, heißt unsere Exclusive-Geräte, die bekommen dann einen Stick mit Android-TV drauf und damit kann man dann eben auch ins Internet gehen. Und da schauen wir uns noch an draußen, genau, gell, in einem anderen Video. Genau, und dafür braucht man natürlich dann auch eine passende Quelle, also ein Router mit einer Antenne auf dem Dach, leicht zu bedienen, das einfach die gut funktioniert und vernünftig Internet ins Fahrzeug bringt. So, jetzt sind wir beim einen der wichtigsten Themen bei euch, sind Soundsysteme. Ihr habt Pakete, wo man selbst für kleines Geld aus einem Fiat Ducato Seriensystem einen einigermaßen guten Klang zaubern kann, der im Vergleich, im direkten Vergleich, einen Wow-Effekt auslöst. Es geht immer noch besser, aber es geht ja darum, ich sag mal teilweise die fürchterlichen Setup-Installationen von einigen Herstellern so gut zu verbessern, dass man damit leben kann. Ja, genau. Also das ist natürlich. Also wir haben mehrere Systeme. Wir haben Systeme für teilintegrierte, für Kastenwagen, für Alkoven und für vollintegrierte Fahrzeuge. Die unterscheiden sich immer ein bisschen. Mit einem Fahrzeug, wo ab Werk die Fiat-Lautsprecher drin sind, kann man mit unserem Soundsystem schon relativ viel erreichen. Das funktioniert schon ganz gut. Genau mit diesem Baueffekt. Das ist ganz erstaunlich. Das ist so das einzige Produkt, wo man ab und zu mal Dankesmails bekommt. Man kann auch mal gucken. Also bei den einschlägigen Onlinern für Caravan-Zubehör. Man kann sich einfach mal die
Bewertungen von Leuten anschauen, die so ein System haben, also das CAS 200D ist unser erfolgreichstes Soundsystem, ja, einfach mal nachlesen. Und das ist ganz erstaunlich, weil es eben nicht mehr Bums macht oder lauter geht, sondern die Musik auch auf, oder Sprache vor allem auch, viel besser auflöst. Und auf einmal kommt die Musik aus dem Bereich oberhalb des Armaturenbretts und nicht mehr aus dem Fußraum, wo man da gar nichts versteht. Das macht einen riesen Unterschied. Und natürlich kann man das auch noch ganz viel verbessern. Einfachster Weg ist, richtige Lautsprecher reinbauen. Mhm. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, das haben wir auch in unserem aktuellen Magazin nochmal beschrieben, es gibt relativ viele Reisemobilhersteller, die bauen tatsächlich Lautsprecher ein, die sind noch schlechter als die Fiat-Lautsprecher. Das heißt, das gibt's. Das gibt's und es gibt ganz schön oft. Die haben nicht mal Hochtöner in den A-Säulen drin, das heißt, da sind zwar Hochtongitter oben, aber sind keine Hochtöner. Muss man einfach mal das Ohr davor halten, dann merkt man, ob da was drin ist oder nicht. Mhm. Und wenn da nichts drin ist, dann ist das erste Mal gescheite Lautsprecher dort einzubauen mit Hochtöner. Das war das, was du gerade gezeigt hast. Da gibt es von uns ein Komposystem, Plug and Play. Das ist passgenau. Und selbst bei den Fahrzeugen, die ab Werk keine Hochtöner drin haben, liegen Hochtonkabel. Das heißt, man muss einfach nur zusammenstecken. Und das ist schon mal ein riesiger Unterschied. Ja, es gibt also Leute, die sind vielleicht über 90, die sagen, ich höre sowieso nichts mehr über 6000 Hertz. Das stimmt nicht. Man muss es im direkten Vergleich einfach mal erleben. Genau. Denn viele, die sagen, ach, das klingt gut, das ist gerade, wenn man sich anstrengen muss beim Fernsehgucken, das hast du ganz oft, oder beim Radio hören, du hörst gerne Informationsradio. Patricia, komm mal kurz zu mir. Das ist so, wenn man sich, ich sag mal, du hörst irgendwas und du hast jetzt einen Radiowecker, das kennst du doch, sowas Typisches, und es läuft nur das Wasser, kennst du das? Mhm. Und du hörst nichts mehr, was die sagen. Und dann sagst du, Mama, mach mal das Wasser aus, ich kann nichts verstehen. Das ist so oft ein Problem, was du, glaube ich, bei einfachen Lautsprechern hast, dass so die Verständlichkeit der Sprache einfach schlecht ist. Genau, also das ist auch ein Problem der Einbauorte natürlich. Und wenn man Ducato-Fahrer fragt, kannst du eigentlich Nachrichten gut verstehen, dann antworten die meisten, nee, kann ich nicht, weil es einfach nicht wirklich gut geht. Also mir ging das auch so, als wir noch keine Soundsysteme mit Plug-and-Play, also mit DSP-Verstärker hatten, habe ich Lautsprecher eingebaut in Ducato, den ich damals hatte, wesentlich besser als die Fiat-Lautsprecher. Das Ergebnis war aber nicht so wahnsinnig gut. Es geht einfach darum, den Frequenzgang zu entzerren, die Laufzeit zu korrigieren, sodass die Musik dann wirklich von oben kommt. Ja, das werden wir gleich mal sehen, denn du hast da fertige Bausätze dazu da. Wir werden auch gleich mal kurz das Lager besuchen. Ich habe noch eine Frage. Patricia, guck mal hier die Lautsprecher hier oben. Wo ist denn da die Membran? Oben, ganz oben die. Guck mal, hier unten ist doch die Membran. Siehst du das? Das in der Mitte. Ja, das, nee, dieses Ding, was da so schwingt, wo man, ach so, nicht, wo man ja, nicht reinfassen darf. Genau das so, nicht, ja, ups. Aber hat ist nicht so schlimm. Aber hier oben ist doch gar nichts da. Ist das vielleicht die Rohversion? Also quasi das ist da drin, kann das sein? Also wenn dem bösen Spiel mal ein Ende machen, ich wusste es eben auch nicht, muss ich sagen. Weißt du, was das ist? Nee. Doch, er hat mich gerade eben informiert darüber. Hier werden die Möbel benutzt als Lautsprecher. Stimmt. Hast du schon mal gehört? Vorhin, ja. Als wir uns kurz das Wohnmobil angeschaut hatten, hat er gesagt, dass die Wände dazu benutzt werden, um quasi, ne? Also das ist Wahnsinn. Ich habe das noch nie vorher gehört, nein. Also hier ist wirklich so, ja, hier haben wir ja zufälligerweise einen Spezialisten. Stell ich nochmal vor, Vorname, Nachname. Harald Schäfer immer noch, genau. Harald Schäfer von Karatec, der Chef. Genau, und macht seit, Lautsprecher mache ich seit 40 Jahren, glaube ich, langsam schon. Genau, im Keller, hab blass im Keller gesessen und habe Lautsprecher zusammengebaut, genau. So, und das ist jetzt was ganz Besonderes. Hier werden die Möbel als Klangkörper verwendet. Genau, das ist jetzt nicht die High-End-Lösung, aber das ist eine sehr schöne Lösung. So ein Problemlöser, wenn ich Lautsprecher unsichtbar montieren möchte zum Beispiel, muss ein bisschen drauf achten, wo man die montiert. Das kann man vorher auch ausprobieren, indem man die einfach so außen festhält und dann auf das Möbel drauf hält. Dann kann man schon ganz gut erkennen, wie das funktioniert. Und wenn man das gut macht und ein gutes Holz drunter hat, also ein leichtes, was leicht schwingt, wo auch ein bisschen Fläche da ist, dann klingt das schon ganz gut. Sehr schön. Also hier wird mit allen Tricks gearbeitet. Hier ist noch eine Besonderheit. Das hier ist eine eierlegende Wollmilchsau. So sieht so ein System jetzt mal aus. Das ist bestehend aus Subwoofer und einem DSP. Genau. Was ist ein DSP? Das klingt unglaublich wichtig. Heißt eigentlich nur Digital Sound Processor, Klangprozessor auf Deutsch. Und das ermöglicht uns einfach nur den Klang
so zu optimieren, dass man möglichst viele Fehler von Fahrzeug und von den Lautsprechern kompensieren kann. Das ist eben das, was ich sagte, Biegung im Frequenzgang, Gequäke rauszunehmen. Das ist eine Geschichte, die der DSP kann. Das andere aber auch, Laufzeit zu korrigieren. Das heißt, wenn ich einen Lautsprecher hier habe einen Lautsprecher da, dann ist der natürlich ganz laut. Dieser Lautsprecher ist ganz leise. Und das kann ich damit korrigieren, sodass dann praktisch virtuell beide Lautsprecher genauso weit von mir entfernt sind. Und ihr könnt die komplett auch einstellen, programmieren. Das ist also für jedes Wohnmobil extra programmiert. Ja. Das Setup kann man hier nochmal feintunen bei euch. Das heißt, wenn ich herkomme und bin jetzt ein bisschen audiophil und will eigentlich, jetzt habe ich schon in endgeilen Fernseher, 32 Zoll, ja. 4K mit allem drum und dran, ja. Und der Sound klingt original wie aus dem Radiowecker. Ja, das kommt vor, oder? Das kommt relativ häufig vor. Und wenn die Lautsprecher einigermaßen was taugen, dann kann man damit was erreichen mit so einem DSP. Wenn sie natürlich nichts taugen, müssen andere rein. Und es ist immer noch ganz sinnvoll, einen Subwoofer zu haben, um einfach solche kleinen Lautsprecher wie diese hier zu entlasten. Es gibt ja Vollintegrierte, die haben nur zwei von diesen Lautsprechern drin. Das führt dann nicht so wirklich zum Erfolg. Und dann nimmt man noch einen Subwoofer dazu und diesen Verstärker, da kann man schon eine Menge mit erreichen. Also wir können auch Werksysteme so pimpen, dass die hinterher völlig anders klingen, wie so, wie sie ab Werk kamen. Preis, wo geht das los? Das ist ja dann eine individuelle Geschichte. Die Soundsysteme, diese Plug-and-Play-Soundsysteme kosten 350 Euro, sind auch relativ schnell eingebaut, also normalerweise so eine Stunde oder sowas. Und bei den individuellen Lösungen, das heißt, wenn wir ein Soundpimpen von einem Hümer-Fahrzeug mit dem Hümer-Smart-Multimedia-System oder Niesmann und Bischoff mit dem Audiosystem drin, das ist dann völlig individuell, was die Leute wollen. Und wir stellen so lange ein, bis die Leute das so toll finden, wie sie es sich vorgestellt haben. Boah, sie machen so lange rum, bis du es toll findest. Ja. Das ist doch okay, aber wir haben ihn ja kennengelernt heute Morgen. Wir haben erst 3 Stunden später gedreht, weil er ist schon ein Perfektionist, muss man schon sagen. Er hat gesagt, er muss jetzt alles funktionieren, müssen vorbereiten und so weiter. Normal springen wir ja oft ins kalte Wasser. Aber wenn wir eins gemerkt haben, wenn er was macht, macht das richtig. Vor 2,5 Jahren, das Gebäude ist ganz neu, es gefällt dir? Ja, wirklich sehr, sehr schön. 20 Mitarbeiter, also wirklich ein toller Standort. So, wenn du mal kurz hier aufmachst, hier steht Werkstatt drauf, aber nicht, damit Leute nicht reingehen, sondern es ist tatsächlich eine Werkstatt dahinter. Genau. So, wir haben jetzt Mittagspause? Ja, wir haben es geschafft. Da ist noch Mittagspause, genau. Ist noch schön ruhig im Moment. Wuselt noch keiner durchs Bild. Genau. So, ich zeig mal ganz kurz. Was wir sehen ist, wo wir jetzt drin stehen, ist der erste Teil der Werkstatt. Wie gesagt, wir sind erst vor 2,5 Jahren nach Landau gezogen und haben trotzdem schon angebaut. Also man sieht das hier, dieser Bereich ist schon neu. Also hier zur Linken. Das war die alte Werkstatt, eine, wenn auch sehr große Werkstatt mit einem 4-Meter-Tor, 11-Meter-Fahrzeuge haben hier reingepasst. Aber glücklicherweise ist der Zuspruch von Kunden doch so groß, dass wir dann schon im Februar hier die Erweiterung, die ist 3-mal so groß wie, wie die ursprüngliche Werkstatt, dazugenommen haben, sodass wir dann noch bis zu 5 Fahrzeuge hier unterkriegen können. Ja, und sie ist hoch. Wir werden auf jeden Fall nochmal ein eigenes Video machen. Wir haben hier vorne ein Fahrzeug. Dort wird, da werden gleich 3 Sachen gemacht. Was wird hier gemacht? Genau, also hier wird Solar nachgerüstet, hier wird Sound nachgerüstet, haben wir ja gerade drüber gesprochen, auch individuell. Das heißt nochmal mit anderen Lautsprechern, weil die Werkslautsprecher da eben nicht gut genug für waren. Und der Kunde wollte auch noch eine schicke Navigation haben, der bekommt eine von Alpine. So, hier vorne sieht man es auch, hier ist schon was ausgepackt, das könnte schon das Neue sein. Ja, es sieht schwer danach aus. Das ist die ausgebaute Navigation. Das ist die ausgebaute. Die neue ist schon drin, die sieht dann nochmal ein bisschen schicker aus als das da. Die sieht aber auch nicht schlecht aus, die da, so von außen, aber die inneren Werte zählen auch. Mal gucken, was das für ein Gerät ist. Clarion 501, ja, das Gerät hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, war damals durchaus in Ordnung, aber seitdem hat sich nur auch schon ein bisschen was getan. Und so ein 9-Zoll-Gerät ist natürlich auch nochmal schicker als jetzt so ein Gerät mit einem kleinen 6-Zoll-Monitor. So, spielt doch gar keine Rolle. Wenn man dabei ist, ja, und da zuguckt, also ich sag mal, der Kunde soll ja nicht dabei sein, das ist ja so. Also Kunden haben ja zur Werkstatt üblicherweise keinen Zutritt, oder ist das nicht immer so? Naja, wenn man mal gucken will, wenn man das sicherlich ermöglicht, dass mal jemand reingucken will, aber ansonsten ist es halt schon schwierig, weil wir müssen hier auch ein paar Sachen erfüllen und wenn sie dann Kunden hier drin haben und dann kommt gerade die Gewerbeaufsicht und guckt sich das mal an, dann wird das nicht so ganz lustig. Das hatten wir vor kurzem auch mal, dass die mal kontrolliert haben, das ist ja auch in Ordnung so.
und ein paar Hinweise gegeben haben. Da müsst ihr noch mal ein bisschen gucken. Wenn man sich dann vorstellt, dass hier lauter Endverbraucher durchwuseln, dann wird es ein bisschen blöd. Aber wenn jemand sehen will, was wir an seinem Fahrzeug machen, sind wir da völlig transparent und zeigen das natürlich auch, klar. Genau, weil es ist nämlich oft so, wenn man nämlich anfängt, hier aufzubauen, dann sieht das schon ein bisschen aus wie eine geplatzte Matratze. Das ist so, aber das ist während des Einbaus ganz normal, denn ihr zieht hier nicht irgendwas durch, sondern bei euch werden alle Dinge, die geöffnet werden müssen, fachgerecht geöffnet, sauber geöffnet. Es wird ordentlich verlegt und anschließend... Oh, ist das ein Riesendisplay? Ja, ist das das Neue? Das ist ein 9 Zoll Alpine-Gerät, genau. Also im Grunde genommen das Gleiche, was in meinem Auto auch drin ist, aber in der nicht schwenkbaren Variante. Gut, wir gehen mal schnell raus, denn wir werden gleich noch das Interview machen mit dem Kollegen, der es hier einbaut. Denn es wird ziemlich zerlegt, das Fahrzeug. Hier vorne sieht man auch schon, da kommt der Subwoofer rein, der dann für den guten Sound dann sorgen wird. Genau, den hört man nicht nachher, wo der Sound herkommt. Aber gar man, nicht, gell? Gar nicht, weil das kann man so machen, dass man es hört, aber dann ist es halt scheiße. wir legen darauf Wert, dass wir hier keine fahrende Disco aus dem Wohnmobil machen, sondern dass es ein richtig guter Klang ist, der Spaß macht, wo auch leise Musik hören Spaß macht. Wenn man auf dem Stellplatz ist, dass man dann auch leise Musik hören kann, ohne die Nachbarn zu nerven, aber trotzdem Spaß an der Musik hat. Okay, ich verstehe. Also, dass der Subwoofer nicht dann praktisch komplett alles zerstört und ich bin der Star der nächsten drei Wohnmobile, auch wenn ich Fernsehen gucke. Manche Leute wollen das ja so, dass sie hören, dass man Subwoofer gekauft hat, aber das macht halt immer nur sehr, sehr kurzfristig Spaß. Langfristig ist das nichts und so sind alle unsere Systeme abgestimmt, dass man eigentlich nicht hört, dass man Subwoofer hat. Also man hört natürlich, dass der Sound voll ist und so, aber man hört nicht irgendwo bum, bum, bum raus und das ist schon ganz wichtig. Sehr schön. Vielen Dank. Ich komme mal kurz raus. Das heißt, der kriegt jetzt hier mehrere Sachen auf einmal. Das heißt, ihr müsst auch aufs Dach hoch. Genau, das ist bei uns hier relativ üblich, dass Kunden zu uns kommen. Oft ist es auch so, die haben einen Termin, um mal eine Alarmanlage nachgerüstet zu bekommen, sehen dann, haben sich eh schon mit einer Navigation beschäftigt und wollten eigentlich ganz gerne mal eine neue Navigation sich anschaffen. Und das erledigen wir dann relativ oft doch gleich mit. Gut, wir gehen mal weiter, denn es gibt was ganz Tolles zu sehen. Du hast es schon gesehen, ein kleines Lager. Ja, klein ist gut. Das ist echt groß, finde ich. So, normalerweise ist es auch ein bisschen mehr los, aber wir werden gleich nämlich noch ein Fahrzeug reinfahren. Normalerweise finden hier zwischen 3 und 5 Fahrzeuge Platz. Wie sieht es aus mit der Terminierung bei euch? Habt ihr viel zu tun? Jetzt ist Winter. Im Moment geht's, also Vorlaufzeit aktuell sind nur so ungefähr 2-3 Wochen. Also Herbsthammer-Moment, um genau zu sein, aber bald ist ja Winter wieder. Draußen fühlt sich schon ganz schön winterlich an heute. Jetzt muss man sagen, der Markt ist nicht so wie letztes Jahr. Du hast mir selber erzählt, dass also ihr seid jetzt mittlerweile in der richtigen Boombranche, oder? Ja, das hält ja schon ein paar Jahre an. Ich denke immer, es wird irgendwie weniger, aber es wird nicht weniger. Aber wir spezialisieren uns halt auf bestimmte Sachen und das läuft halt einfach gut. Und die Kunden merken das mittlerweile auch, dass sie hier eine ehrliche Beratung bekommen und die richtigen Produkte. Das macht schon Spaß. Ja, hier vorne sitzt auch direkt der Kollege. NDS, wenn du mal kurz zu mir kommst. Denn er ist etwas im Schatten, da gehört er gar nicht hin. Stell dich mal vor, wer bist du? Hi, ich bin der Daniel Schweizer und mache hier den Service Center Bereich. Okay. Berate die Kunden, koordiniere die Termine, kümmere mich um die Werkstatt mit. Genau, das ist so mein Job. Du hast einen ziemlich coolen Chef, finde ich. Durchaus, also da beschweren wir uns alle nicht, glaube ich. Genau, ist das jetzt nur Show von ihm, dass er so für die Kamera so locker ist? Oder ist das so, dass ihr damit aufgewachsen seid so ein bisschen? Ja, also so kennt man, nicht anders. Heißt aber nicht, dass ihr irgendwas jetzt schlechter macht, weil er dann, ich sag mal, die Leute ordentlich beratet. Ihr habt mir erzählt, wenn ihr einer reingeht, er kriegt eine tolle Lösung. Es ist aber oft nicht das, was er will. Denn ich sag mal, die Leute finden hier wirklich Beratung. Das heißt, also oft gibt es andere Lösungen. Also das ist unser oberstes Ziel, dass wir den Kunden so beraten, zu den Produkten hin, der für ihn sinnvoll ist. Ja. Oft weiß der Kunde nicht, was für ihn sinnvoll ist, was wir dann durch Fragen stellen rausfinden, dass der Kunde einfach mit einer perfekten oder für ihn perfekten Lösung hier vom Hof fährt. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass er jetzt das nicht kriegt, was er will. Er kriegt natürlich das, was er will. Klar, eben, aber du weißt, wie ich das meine. Das ist oft so, dass er viele Dinge gar nicht kennt, oder? Ja, eben, genau. Solar ist so ein beispielhaftes Thema. Der Kunde kommt her und sagt, ich brauche 400 Watt. Bis man dann mal eruiert, was so tatsächlich die Anforderungen sind. Und man kommt dann mit 200 Watt aus, vielleicht liegt es an der Batterie, vielleicht braucht man einen Ladebooster, was auch immer. Was dann im Gespräch erst einfach sich rauskristallisiert. Ja, du selbst hast Radio- und Fernsehmechaniker oder Techniker gelernt. Korrekt.
Korrekt. Genau. Und das hilft natürlich, weil du kennst die Technik. Hast du auf Bauteilebene damals noch repariert? Oder? Ich habe noch auf Bauteilebene repariert. Ich kam dann gerade so von der Röhre zum Transistor quasi. Das war so meine Zeit. Ja, das waren noch damals ganz andere Verhältnisse. Das heißt, Fernseher waren richtig teuer. Die Leute haben darauf geachtet. Die gingen auch schon öfter mal kaputt. Also viele Bauteile nicht wie heute. Praktisch die Wegwerfgesellschaft. Es ist aber trotzdem so, wenn ich so ein Reisemobil kaufe, oft ist das fertig installierte nicht so toll. Woran liegt das? Muss das alles günstig sein? Oder? Naja, es ist ja schon dahingehend, dass alles günstiger wird. Ich meine, du zahlst heute für einen Fernseher 200 Euro, 300 Euro. Früher sprachen wir beim Preis von 3.000, 4.000, 5.000 D-Mark. Das ist schon ein anderes Preisniveau. Im Umkehrschluss ist es so, dass du heute einen Fernseher nicht mehr so reparierst, wie das früher mal der Fall war. Von daher sind wir schon in einer Art Wegwerfgesellschaft, keine Frage. Und der Sound im Reisemobil, ihr habt ja ganz oft Reisemobile, die sich ganz grauselig anhören, wo der Kunde sich schon fast damit arrangiert hat. Wie geht ihr da vor? Ihr habt drei verschiedene Fahrzeuge, wo ihr Sachen eingebaut habt, die typischen. Fiat Ducato, ihr habt einen Mercedes-Benz und einen vollintegrierten. Genau. So, und da können die Leute mal so ein bisschen Probe hören. Wie sind da die Effekte? Ja, der Effekt ist immer das Grinsen im Gesicht schlussendlich. Also wir haben in unseren drei Fahrzeugen wirklich versucht, alles abzudecken, was so auf dem Markt unterwegs ist und vor allem auch für jeden Anspruch da was vorher bereit da zu haben. Und wo kann man das sonst machen, dass man sich wirklich in ein Fahrzeug reinsetzt und das tatsächlich mal hört, weil ich kann dem Kunden keine Emotion erklären, die muss er einfach erfahren in so einem Fahrzeug. Das ist ja sehr, sehr aufwendig. Das heißt, ihr habt jetzt für einige 100.000 Euro Reisemobile hier stehen, die ihr nicht zum Spaß hier stehen habt, sondern wir waren gerade eben mal drin, die werden laufend rein und raus gebaut. Ihr probiert doch da die neuesten Techniken aus, denn nichts ist, ich sag mal, so sicher, wie wenn es denn tatsächlich funktioniert, oder? Genau so ist es. Und das ist auch unheimlich wichtig, dass wir die Fahrzeuge hier auf dem Hof haben und da wirklich mal dran rumbasteln, dran rumschrauben können, einfach auszuprobieren, Produkte weiterzuentwickeln, Produkte neu zu entwickeln und dann schlussendlich dem Kunden auch wirklich die Erfahrung hier bieten zu können. Ja, ich zeig mal gerade was. Das da vorne ist das kleinste Reisemobil der Welt. Das sieht aus wie so ein Rutschauto früher von meinem Sohn, wenn du kurz zu mir kommst. Denn hier habt ihr quasi jetzt wahrscheinlich nicht funktionsfähig, aber entsprechend visualisiert. Wie funktioniert ein 360-Grad-System? Na, das 360-Grad-System ist relativ einfach vom Aufbau her. Wir haben hier vier Kameras an den Seiten, Front und Heck am Fahrzeug. Und ein super intelligenter Rechner rechnet uns aus den einzelnen Kamerabildern quasi ein komplettes Bild, sprich eine Draufsicht vom Fahrzeug. Das, weiß nicht, habt ihr im Auto vielleicht schon gesehen? Wenn nicht, können wir mal gucken. Das machen wir noch gleich. Mit eingebaut, genau. Das ist so, auch das muss man mal gesehen haben. Also wer jemals einen größeren Heckschaden hatte, trotz Vollkasko, der weiß, so ein System kostet wie viel eingebaut? Wo geht's los? Kommt immer so das Fahrzeug drauf an, also ich sag mal so zwischen 3,8, 4,2, um die 4.000 Euro roundabout. Dann kann ich aber einpacken. Das heißt, also dann war es letztendlich, war ich denn selber schuld, wenn ich den Baum nicht gesehen habe? Naja, immer, der Baum springt nicht aus dem Weg. So ist das. Sehr schön. Ja, wenn ich herkommen möchte, wie seid ihr auf? Öffnungszeiten, ja, meinst du? Wir haben von montags bis donnerstags 8 bis 17 Uhr. Ja. Eine Stunde Mittagspause von 12 bis 13 Uhr. Okay. Und freitags sind wir bis 15.30 Uhr am Start. Es lohnt sich, vorher anzurufen? Unbedingt, ja. Unbedingt vorher anrufen, Termin ausmachen. Selbst wenn es um eine Beratung geht, vielleicht kurz einen Hörer an die Hand nehmen, kurz durchklingeln, dass wir uns auch wirklich Zeit nehmen können für den Kunden. Rufnummer? 06341 38095 und die 47 ist meine direkte Durchwahl. So, noch einmal, ging sehr schnell. Etwas langsamer bitte. Die 06341 38095 und die 47 am Ende. Ja, Landau liegt wo? Was ist die nächstgrößere Stadt? Speyer? Zwischen Karlsruhe und Mannheim. Ja. Das kennt, glaube ich, jeder. Karlsruhe und Mannheim. Genau. Also seid recht zentral, seid von allen Autobahnen gut zu erreichen. Habt ihr Kunden aus ganz Deutschland? Ja. Ja, also aus dem nördlichsten Bereich, ganz südlich unten, zum Teil auch Österreich, kommt alles zu uns gefahren. Ihr habt einen eigenen quasi Entsorgungsplatz hier, habt einen Stromanschluss, ihr habt einen Wasseranschluss hier, ihr habt euch eingerichtet. Es kann schon mal sein, dass jetzt zum Beispiel ein Einbau einen Ticken länger dauert. Die Kunden bleiben mal hier, das wissen die auch vorher. Da habt ihr euch drauf eingestellt, aber ihr habt wunderschöne Stellplätze hier rundherum, oder? Ja, also die Pfalz lädt dann auch dazu ein, mal ein paar Tage hier zu verbringen. Wir haben sehr viele Weingüter, die hier Stellplätze anbieten, wo man dann auch wirklich mal abends was essen gehen kann, lecker Wein trinken kann. Man kann schon ein paar Tage hier verbringen, durchaus. Das ist so, mitten in der Pfalz. Ja, dein Name nochmal? Daniel Schweizer. Daniel Schweizer. Ja. So, wir werden dich gleich nochmal interviewen, denn jetzt gehen wir mal ins Lager. Jupp. Und ja, vielen Dank. Das Thema Service, Lithium-Ionen, bei euch großes Thema. Kommt jetzt so langsam, kann man sagen, die Technik wird immer plug-and-playiger.
Ja, wobei die Lösung von NDS aktuell noch nicht so Plug and Play sind, sondern wir versuchen, die Vorteile von der Lithium-Batterie auch komplett auszunutzen. Das heißt, mit einem hohen Ladestrom, mit einem hohen Entladestrom, dazu ist eine spezielle Elektronik drin. Plug and Play-Batterien kommen erst noch von NDS. Das heißt, dass ich die AGM rausnehme und direkt durch eine Lithium-Batterie ersetze. Aktuell ist es so, dass eben die Verkabelung sinnvollerweise auch neu gemacht wird, um eben den relativ schwachen, werkseitigen Laderegler zu übergehen. Das ist das größte Problem, glaube ich, dass auch in den neuen Fahrzeugen wird nicht mehr richtig geladen. Oft sind gar keine Ladebooster mehr drin. Er bietet auch die passenden Ladebooster an, also damit es während der Fahrt einfach schnell geladen wird. Genau. Okay. Dass man eben auch in kurzer Zeit die Batterie wieder sehr voll hat. Sehr schön. Ja, wir gehen mal hier durch. Das sind heilige Hallen. Normal hat man hier keinen Zutritt. Patricia und ich, wir waren schon drin. Und ihr habt eine große Kaffeeküche. Da wollen wir trotzdem mal kurz reingucken. 20 Leute, die lechzen nach Kaffee. Das war uns heute Morgen das am meisten benutzte Gerät hier in der ganzen Firma, ist diese Kaffeemaschine. Euch geht's richtig gut. Du hast hier so einen kleinen Traum verwirklicht, oder? Ja, soll ja anständig sein. Ich meine, die Mitarbeiter sollen ja auch in der Pause ein vernünftiges Umfeld haben. Also zwei Mikrowellen. Genau. Ja, das war, ja, man lernt ja. Ich meine, ich mache das ja schon ein paar Jahre und wir hatten dann früher mal eine, dann haben wir eine andere draufgestellt, das sah halt immer ziemlich doof aus. Dann haben wir gesagt, na, dann machen wir wenigstens die zwei dann übereinander. Das ist geil. Zwei habe ich noch nie gesehen. Komm, wir gehen mal weiter, denn jetzt kommt das Wichtigste. Ihr habt eine Durchlaufzeit im Moment von 2 Tagen und der Kollege, der da ist, ich hoffe, wir sind nicht in der Pause. Wenn nicht, ist nicht so schlimm, dann gehen wir nochmal besuchen. Wir kommen ja nochmal. Ah, ist gerade weg. Denn ihr habt hier 2 Leute sitzen, die sich in Windeseile darum kümmern, dass wenn mal eine Reklamation kommt, dass sie möglichst schnell wieder rausgeht. Genau. Also wichtig ist natürlich, dass man erstmal die Reklamation verhindert, indem man vernünftige Qualität liefert, aber auch eine vernünftige Hotline hat. Das heißt, die Leute können bei uns anrufen. Wir machen da auch keinen Unterschied, ob das jetzt ein Hersteller ist, ein Großhändler, ein Händler oder ein Endverbraucher. Wir helfen dann jedem, der hier anruft. Und wenn es dann nicht anders geht, dann kann er die Produkte herschicken und aktuell ist die Durchlaufzeit wirklich sehr kurz. Wir versuchen, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir halt nur sehr, sehr wenige Tage brauchen, um ein Produkt wieder beim Kunden zu haben. Prima. So ganz oft habt ihr auch eine Hotline, heißt die Händler können auch anrufen, die können dann sagen, hallo, da ist er gerade da. Es ist Mittagspause, komm mal kurz rein, mach mal das Licht an bitte, sei so lieb. Die Musik hast du schon ausgemacht. Was ist so die Musik, die du gerne hörst? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auch darauf an, ob der Kollege da ist oder nicht. Ich bin dann eher in dem härteren Rockbereich. Du bist jetzt alleine, wenn du mal sagst, 1, 2 Bands? Ach, das ist aktuell, jetzt heute war es sehr viel Progressive, also so Richtung Genesis, aber auch neuere Sachen, so Plini und ähnliches. Okay, super. Du magst Technik? Ja. Warum? Hauptsächlich, weil ich den Wandel bei der Technik immer sehr interessant fand. Also es war halt klar, die älteren Geräte, die dann meistens deutlich größer waren und einfacher aufgebaut. Und dann die neuen, die dann deutlich kleiner und deutlich komplexer sind. Gerade diese Unterschiede, vor allem wie sich das immer wieder erneuert, war immer sehr interessant. Ja, es ist so, jetzt gibt es ja viele Sachen, die hier reinkommen. Oft sind es Bedienungsfehler, aber nicht immer, oder? Nicht immer natürlich, klar. Es gibt immer mal wieder Ausfälle bei Geräten. Ich meine, so ein Wohnmobil hat schon relativ viele Bereiche, in denen eben relativ viel gemacht werden muss. Gerade bei SAT-Anlagen zum Beispiel ist es oft der Fall, dass natürlich die Verkabelung ein Punkt ist, auf den auf jeden Fall geachtet werden muss. Aber es gibt auch andere Sachen, wie beispielsweise TV-Geräte, wo es dann einfach mal vorkommt, dass zum Beispiel der Kippschalter außen oder ähnliches einen Defekt hat. Das heißt, es sind auch hin und wieder natürlich Fehler, die vom Produkt herkommen. Ganz normale Sachen, die halt passieren können, im ganz normalen Prozentbereich, die dann vorkommen. Ja, hier vorne, das ist so ein klein wenig dein Arbeitsbereich. Das heißt, du hast ein Labornetzgerät hier. Genau, unter anderem. Wir haben einmal ein normales Netzgerät, das direkt einfach nur mit 12 Volt läuft. Wir haben aber auch regelbare Netzteile, um zum Beispiel die Kameras zu prüfen, die teilweise nur mit 3 Volt laufen. Jetzt hier in dem Bereich, das ist hauptsächlich mal, sagen wir mal, wo man dann an den offenen Geräten arbeitet. Heißt, hier wird dann gelötet, hier wird aber eben auch zum Beispiel getestet. Heißt, hier haben wir zum Beispiel den Testaufbau für die Soundgeräte. Da haben wir einmal für die 8-Kanal-Verstärker eben die nötigen Lautsprecher. 8-Kanal? Genau. Wie cool. Gut, auch 6-Kanal dabei, aber je nachdem, was wir eben dann haben. 6-Kanal ist das 5 plus 1, 5.1. Ist das 6? Nee. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe keine Ahnung, das ist das Schöne. Also, es bedeutet, du machst das leidenschaftlich gern. Du bist jetzt, wie alt bist du? Ich bin jetzt noch 23, in 2 Wochen ändert sich es wieder.
Patricia, es muss nicht immer Medien sein, ja. Sie ist nämlich auch 23. Aber das ist so, der Hang zur Elektronik, wann kam der? Als du ersten Fernseher kaputt gemacht hast? Nee, kam tatsächlich eher vom Computerbereich her und später dann über den Beruf, den ich danach ausgeübt habe, kam es schon relativ flott dazu. Welcher ist das? Da war ich im Einzelhandel tätig, also im Elektro-Einzelhandel. Cool. Genau. Das heißt, du bist im Prinzip mit 5 Volt aufgewachsen damals? So in die Richtung, ja. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Also, wenn Sie mal ein technisches Problem haben, das sind ganz viele, was ist das hier? Entsprechende Anschlusskabel? Das sind jetzt Kameraadapter. Kameraadapter. Genau. Krass. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendein Wohnmobil habe, da ist jetzt ein Kabel schon gelegt, dann habt ihr den passenden Adapter dafür. Genau so ist es. Das ist einmal zum Beispiel, dass eben vom Hersteller aus das Ganze kommt, aber es gibt eben auch verschiedene Nachrüstlösungen bei den Kameras und da die unterscheiden sich immer noch sehr viel in den Anschlüssen und damit man da nicht immer neue Leitungen legen muss, gibt es dann eben für alles den passenden Adapter. Tja, man muss nur wissen, wo es den gibt. Ja, und da gibt es ein Lager. Ja, dann führe mich mal in die heiligen Hallen, aber zunächst mal linke Seite, Lautsprecherkonfektion. Wir haben uns das ja mal angeschaut. Darf man da reingucken? Gucken wir mal. Oder ungern? Kurz filmen. Wir dürfen. Das geht nämlich ganz schnell. Das hat man jetzt nicht angekündigt, aber hier hast du was ganz Besonderes. Das sind eure hochwertigen, du hast mir erzählt, das ginge auch billiger. Das geht auch billiger. Das ist ein sehr schön klingender Lautsprecher, der in Verbindung mit unseren DSP-Verstärkern eingesetzt wird, wo wir hier ein Einbaugehäuse haben. Das gibt es auch als Aufbau und als Eckgehäuse. Und das wird hier komplettiert von der Kollegin mit einem Chromrahmen, damit das schick aussieht und mit einer Stoffblende. Und wenn das fertig ist, dann gucken wir gerade mal da rein. So, davon haben wir eins. Dann sieht das so aus und nicht mehr wie ein Lautsprecher. Also das ist ein ganz schönes Element an dem Wohnmobil, das nicht mehr wie ein klassischer Lautsprecher aussieht oder so. Hey, wenn ich Sie mal kurz fragen darf, ist das schön hier zu arbeiten bei Karatec? Ja, natürlich. Warum denn? Ich mag dieses handwerkliche Arbeiten. Okay. Ist auch schön im Stehen zu arbeiten. Ich sag mal, viele, viele sitzen ja den ganzen Tag. Das heißt, sie können sich das aussuchen. Sie haben hier einen großen Stuhl, der mit dabei ist, können sich auch mal hinsetzen. Jetzt ist das ja eine Firma, die ja in einem Bubengeschäft arbeitet. Wohnmobile, ich nehme an, dass also viele von ihren Bekannten dann sagen, was, du arbeitest bei Karatec, was machen die denn eigentlich? Was sagen sie denn dann, was Karatec macht? Ja, ich sage einfach, dass mir dass sie einfach Fernseher verkaufen, Halter verkaufen. Für Wohnmobile? Ja, genau. Okay. Und dass ich einfach handwerklich arbeite, mir macht es einfach Spaß. Und ich arbeite nicht nur im Stehen, sondern auch im Sitzen. Also das ist so querbeet, mal so und mal so, je nachdem, was für eine Aufgabe ist. Ist auch kein Fließband, das heißt, ihr habt eine Charge, die ihr jetzt fertig macht, dann kommt die nächste, die hat vielleicht ganz andere Anforderungen. Ja, genau. Sehr abwechslungsreich und das ist das, was mir so Spaß macht. Ja, wenn Sie jetzt Fehler machen, das fällt ja direkt auf. Das heißt, Sie müssen perfekte Arbeit leisten, damit die Wohnmobilisten ihre Karatec-Lautsprecher in perfekter Qualität erleben dürfen. Ja, natürlich. Hat das schön gesagt. Ja, natürlich. Aber ich habe da schon hohe Ansprüche auch an mich selbst und von daher. Sehr schön. Wenn Sie mir noch Ihren Vornamen verraten. Elke. Elke. Elke von Karatec. Ja, und da hinten sitzt ein Kollege. Wer ist das? Das ist der Chef Bautze. Der Herr Bautze ist der Leiter unserer Logistik, kümmert sich, dass der Laden hier läuft. Die Leiter der Logistik. Ich frage mal gerade eben, wenn du mal gerade mitkommst mit mir, sag mal so lieb. Denn ich zeige mal gerade, der Computer ist natürlich das wichtigste Feld. Du hast das Richtigste gemacht. Du hast den Bildschirm gesperrt, richtig? Absolut. Ja. DSGVO. Das ist richtig. So, ich zeige mal gerade. Das ist jetzt nur ein kleines Bauteil, was ihr habt. Ihr habt doch richtig große Bauteile, oder, im Lager? Selbstverständlich. Also das Größte, also von Volumen her sind die Solarpanels groß und Sat-Anlagen. Also können wir gerne mal schauen. Glaub, ja, sehr, sehr gerne. Ein paar Sendungen fertig. So, ich war kurz hier drin, deswegen ist der Wow-Effekt leicht eingeschränkt. Ihr habt ein Hochregallager. Ja. Ihr braucht einen richtig großen Stapler hierfür, oder? Oder einen hohen. Einen hohen, ja, genau. Also, genau, wie man oben sieht, wir sind bei 5,35 Meter bei dem höchsten Stellplatz. Das geht noch, also es gibt durchaus höhere, aber das ist für uns schon in Ordnung. Wir haben knapp 800 Palettenstellplätze. 800? Ja. Das sieht man so gar nicht. Nee, das versteckt sich so ein bisschen, ja genau. Also wir haben ja pro Feld 0,3 Palettenstellen und das, genau. Ist ja so, es gibt ja viele so im Zubehörbereich Wohnmobile, die schreien raus, wir haben ein neues Lager gebaut und so weiter und so fort. Ihr seid eher so die Dezenten, das heißt, ihr habt riesige Lagerhallen, ihr habt eine tolle Logistik. Ihr beliefert ja unglaublich viele Händler, die darauf warten, dass sie just in time die Ware kriegen, oder? Ja, genau. Also das, denke ich, zeichnet uns auch aus, dass wir eigentlich relativ zügig die Kunden beliefern. Also
In der Regel versuchen wir, die Bestellungen, die am selben Tag reingehen, noch am selben Tag fertig zu machen. Ja. Je nachdem, was es ist, was für ein Umfang. Genau. Gut, im Moment ist gerade Nebensaison, das merkt man nicht wirklich, oder? Gerade nicht. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders wie sonst. Okay. Wenn du mal kurz mit mir mitkommst, ich stelle mal ein paar Fragen. Hier stehen schon Sachen, ich nehme an, die sind schon vorkonfektioniert für... Ja, die sind bereits fertig kommissioniert für die Kunden, teilweise sogar eventuell sogar schon für morgen oder für heute noch. Ich weiß jetzt gar nicht, nee, der LKW war noch nicht da. Also die Sachen werden eigentlich jetzt demnächst auch teilweise abgeholt. Genau. Ihr arbeitet ja mit vielen Partnern zusammen. Das bedeutet, ihr habt Fachinstallationsbetriebe für Wohnmobile, die bei euch im Prinzip Material auch kaufen, was ihr selbst gemacht habt. Dort habt ihr Kundenbeziehungen, die sind schon ewig, oder? Ja, also länger, wie ich hier arbeite. Wie lange bist du dabei? Dezember 2018, also recht übersichtlich noch. Echt? Ja. Ja, was war jetzt die Entscheidung für dich hier anzufangen bei Karatec? Also grundsätzlich ist das Thema Wohnmobil bei mir auch ein Thema. Also auch das Thema Geld käme jetzt. Das Gehalt hat gestimmt. Geld ist nicht alles. nein, also grundsätzlich, das Thema Wohnmobil hat mir vorher schon sehr zugesagt und dann hat sich die Chance ergeben, in dem Bereich zu arbeiten. Und du bist auf Pfälzer? Nee. Wo kommst du her? Aus Berlin. Ja, man hört's. Wie hat sich das ergeben? Das hat sich ergeben 1997 im Zuge der Ausbildung. Und sehr cool, da bist du hängen geblieben. Ja, genau. Wollte eigentlich ein paar Mal zurück, aber irgendwie hat man es nicht weggeschafft. Ja. So, genau, ich zeige mal gerade, er wollte zurück, er hat es nicht mehr geschafft. So ist es ja, zum Glück. Jetzt ist er hier. Wenn du mal kurz mit mir mitkommst. Hier sind ganz viele kleine Käbelchen und das macht euch, glaube ich, aus. Ihr habt Adapter für alles, oder? Ja, kann man so sagen. Das heißt, ihr habt Strom auf Gardena? Da sind wir noch dran. Genau, wenn du mal das mal kurz rausnimmst, was da drin ist, der CI101S. Was kann der? Das ist ein Spannungsstabilisator. Okay. Also das heißt, wenn jetzt, wenn Sie das Auto starten, okay, dass das Radio da nicht ausgeht, sondern der Strom konstant beim Radio bleibt und das Radio halt da durchläuft oder das Navi. Das gibt's? Absolut. Ja, das ist nur bei uns. Echt, ehrlich? Nee. Da ist jetzt wahrscheinlich, ist da jetzt eine Batterie drin, Elko oder was ist da drin? Wahrscheinlich irgendwas, es funktioniert. Da bin ich jetzt der Falsche. So, was ist das da, die Antenne? Ja. Genau, das sind halt unterschiedliche Antennen, je nachdem DAB-Antennen, Fenster-Antennen. Okay. Genau. Und das sind jetzt, das sieht so wenig aus, aber ich nehme an, das hier sind richtig viele, oder? Ja, das ist so, ich sag mal, der Kleinteilbereich, der doch schon ganz gut, also hier sind wir eigentlich ziemlich oft drin, für die Kleinteile raus, so gerade was Adapter und Stecker, Schalter betrifft. Ja, das Schöne ist, 31.12. ist bei euch Tag der Inventur? Nein. Sondern? Kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten. Ja. Ist das ein schöner Tag? Absolut, das ist der schönste Tag. Letztes Jahr war es ganz gut, ja. Okay. Stimmt der Lagerbestand? Immer. Ehrlich? Ja. Der stimmt immer? Ja. So, dann erstmal vielen Dank nach Berlin. Das ist ja gar nicht so easy. Das heißt, ihr müsst ja praktisch euch auch verlassen können auf das, was im Computer steht, oder? Das wäre schon ganz sinnvoll, weil ansonsten steht jemand beim Händler und bekommt am nächsten Tag nicht die Ware, die er braucht und muss den Kunden wieder wegschicken. Wäre dann nicht so ganz toll. Also ich glaube Ihnen das mal, aber ich habe ja selber mal ein Lager geführt, das ist gar nicht so einfach, denn es gibt ja auch mal Rücknahmen, es geht ja auch mal was zurück. Aber es klappt im Großen und Ganzen, klappt es, oder? Es klappt sehr gut. Also ich habe es schon anders erlebt, sagen wir mal so, aber das, was hier ist sehr gut. Ich habe noch eine Frage. Ja. Sag mal, was bewegt denn einen jungen Mann, in den Bereich Lagerlogistik zu gehen? Ja, das kommt ja direkt nach Buchhaltung, so ein kleines bisschen. Er muss ja alles stimmen. Es war eigentlich Zufall. Ja, also bin nach der Bundeswehr in den Bereich gekommen und hat geklappt. Wie mit der Pfalz hängen geblieben. Okay. Ja, das heißt, Ordnung ist aber schon so in deinem Leben verankert ein bisschen? Ja, zu Hause auch. Muss ein bisschen. Deine Frau guckt zu? Mit Sicherheit. Gut, alles klar. Ich danke dir. So, gehen wir weiter. Jetzt kommen wir mal zu einem der wichtigsten Dinge, die hier stehen. Denn diese Komplettsätze, über die wir uns eben gesprochen haben, ja, die habt ihr auch lagermäßig da. Das heißt, ihr habt daraus Komplettsätze jeweils für Fahrzeuge gebaut, die man so erwerben kann. Genau. Also wir haben eine ganze Reihe von Plug-and-Play-Soundsystemen. Aktuell sind es 14 unterschiedliche Systeme. Das ist ein relativ neues. Das ist nämlich das, was für den normalen Ducato geeignet ist, in Verbindung mit unseren Lautsprechern dann. Weil das klingt ja ganz anders. Die vier Lautsprecher klingen ganz anders wie unsere Lautsprecher.
Und deswegen muss das Soundsetup eben darauf angepasst werden. Also der Unterschied von der Hardware ist null. Es gibt keinen Unterschied, aber klingen tun die völlig unterschiedlich. Also nochmal, wenn ich jetzt hier das Set kaufe, Preis ungefähr? Das kostet 350 Euro. 350 Euro, dabei ist das Subwoofer und dieses kleine Kästchen, genau. Und das Anschlussmaterial nehme ich an? Genau, da ist ein Plug-and-Play-Leitungssatz dabei, eine Anschlussleitung für den Subwoofer, ein bisschen Kleinmaterial noch, so dass man das komplett einbauen kann. So, und da brauche ich nichts mehr sonst, die Lautsprecher bleiben drin? Dieses System, das 207, das ist ja für unsere Lautsprecher entwickelt worden. Das heißt, die brauche ich da noch dazu, die kosten 159 Euro. Das Set, genau. Und hier ist das Set für die Fahrzeuge, die ab Werk die Viertlautsprecher haben, das heißt dann 200D. Okay. Also für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung, da sind die vier Lautsprecher damit drin und das ist das schon perfekt. Preis von dem? Das kostet auch 349 Euro. 349 Euro. Das ist inklusive Steuer? Das ist inklusive 19% Steuer. Das heißt, aktuell ist es halt ein bisschen günstiger noch. Ja, wir drehen nämlich am. Aber diese krummen Preise kann ich mir nicht merken, deswegen sage ich dann lieber die mit 19% mehr Steuer. Ja, passt. So, und da habt ihr natürlich für jede nur erdenkliche. Im Moment ist ja Fiat Ducato, ist ja extrem, muss man sagen. Ist der Citroën identisch? Also die Systeme, die für den Ducato passen, passen natürlich auch für den Peugeot Boxer und für den Citroën Jumper. Und was wir zusätzlich noch haben, was auch wirklich notwendig ist, sind die Systeme für den neuen Sprinter. Da gibt es dann auch drei verschiedene. Ja, das haben wir gesehen. Du liebst Mercedes. Aber man muss fairerweise dazu sagen, was ich heute erfahren habe, teilweise sind ja auch Nutzfahrzeuge, muss man sagen, da ist nicht immer High-End verbaut. Auch wenn das M-Book-System, wir haben es ja oft gezeigt, das sieht schon klasse aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber der Klang, das werden wir gleich mal erfahren, das kann man verbessern. Das kann man verbessern, also in ganz unterschiedlichen Weisen, entweder mit unserem Plug-and-Play-Soundsystem, das es eben gibt für die Fahrzeuge mit Radiovorbereitung. Gibt's relativ zeig mal bitte, hast du hier? Oh, ich weiß gar nicht, ob wir die auf die Schnelle jetzt hier finden. Von außen sehen die langweilig aus. Nö, aber der Karton sieht genauso aus. Der sieht genauso aus. Ist im Prinzip so ein Subwoofer mit dabei? Da ist der identische Subwoofer dabei, ein Verstärker, der speziell darauf abgestimmt ist. Bei dem Mercedes-System ist ein 6-Kanal-Verstärker dabei. Das heißt, der steuert auch die hinteren Lautsprecher noch an, nimmt da auch die tiefen Frequenzen raus, dann klingen die auch ein bisschen besser. Und es gibt eben drei Varianten. Eine Variante für die Fahrzeuge mit Radiovorbereitung, eine Variante für die Fahrzeuge mit M-Book 7 Zoll mit Navigation und die beiden 10 Zoll Geräte und eine Variante für die Fahrzeuge, die schon eine DSP-Box-Vorbereitung ab Werk haben. So, und das klingt denn, und das ist Wahnsinn. Das heißt, ihr habt ja so ein Fahrzeug hier ausgestattet mit dem System. Der Unterschied ist frappierend, oder? Ja, das ist jetzt das Plug-and-Play-System, wo wir ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. In unserem Sprinter wollten wir zeigen, dass wir noch ein bisschen mehr können und haben da eben nochmal ein größeres System eingebaut, individuell, was preislich auf einem ganz anderen Niveau ist. Aber das gucken wir uns ja gleich nochmal an. Genau, ihr habt nämlich da einen eigenen Subwoofer kreieren lassen, der genau unter den Sitz passt. Das Ding klingt, das könnte sich fast beim Wettbewerb anmelden. Das heißt, wenn man es laut möchte, geht es laut, wenn nicht. Wenn man es laut möchte, geht es laut, aber auch da gilt wieder bei uns, ja, es soll komplett und rund klingen, aber man soll den Subwoofer nicht raushören. Und das ist uns bei dem System, denke ich, auch gelungen. Du kommst vom Land, da kennt man das, der Lidl-Parkplatz abends. Ja, da wird das dann ausprobiert. Aber einen guten Zaun zu haben, das bedeutet, man muss einen Subwoofer haben. Und man kann ja nichts. Du hast selber einen Subwoofer bei dir zu Hause? Nein. Ich habe noch... Am PC? Nein, auch nicht. Aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich finde sowas einfach cool. Wir haben auf der Hinfahrt, haben wir doch eben Amazon Prime geguckt. Du hast es geguckt, nicht ich. Mhm. So, da war ein Subwoofer drin. Da habe ich ein bisschen lauter gemacht, da hast du schon ein bisschen zusammengezuckt. Deswegen klang das so gut. Ja, hinten ein großer Subwoofer drin. Und das ist nämlich ganz witzig, habe ich ein Serienradio reingemacht, ja, und nur ein Subwoofer nachgerüstet. Und meine Tochter aus Lettland hat auch einen T6, also ihr Mann. Und die kamen rein und die hatten da hinten so eine praktische Massage und haben dann dauernd geguckt und gemacht und getan. Das macht schon viel aus. Man kann viel mit kleinen Mitteln machen, oder? Ja, der Subwoofer ist deswegen auch wichtig, weil ich dann die tiefen Frequenzen aus den Türen rausnehmen kann. Und man kennt das ja, die Türlautsprecher, die scheppern relativ schnell. Und wenn ich einen Subwoofer habe, dann kann ich diese ganzen Frequenzen rausnehmen, kann sie in den Subwoofer packen. Meistens ist das ein stabiles Holzgehäuse und dann klingt das alles wesentlich entspannter. Also auch die normalen Lautsprecher klingen damit wesentlich entspannter. Ja, und hier ist Brot und Butter, Karatec Vision, genau. CAV 220 B.2. Wer kommt denn auf solche Namen? Ja, das ist ein bisschen kompliziert bei dem, aber eigentlich ist es ganz einfach. CAV
Wir haben ja angefangen im Jahre 2010 unsere Produktbezeichnung uns zu überlegen und die CAV, die war schon fertig, als wir die anderen gemacht haben. Normalerweise heißen unsere Produkte CF wie Karatec Flex für die Halter, CS wie Safety für die Kameras und bei denen war halt einfach CAV, Karatec Vision, das hatten wir schon mal festgelegt und deswegen haben wir es nie wieder geändert. Aber eigentlich ist ganz einfach, CAV heißt Karatec Vision, also CA wie Karatec Vision, 22 Zoll, 0 ist die Generation, B heißt, das ist aus der Serie Basic, es gibt auch noch die Serien Pro und Exclusive, ja. Und 2 heißt, früher hieß das, du kennst das doch aus dem Hi-Fi-Laden, hieß das MK2, ja. Das waren so die weiterentwickelten Produkte dann einfach, also das ist die aktuellste Version von unserem 22 Zoll Basic, eigentlich ganz einfach. So, der läuft mit 12 Volt? Der läuft mit 12 Volt, 230 Volt Netzteil ist optional, er läuft aber auch mit 9 bis 30 Volt. Das heißt, habe ich eben gesehen, da steht nämlich hier Voltage Protection drauf, genau. 9 bis 30 Volt, das heißt also auch im LKW wird er laufen. Der läuft auch mit 24 Volt, aber das, was das Wichtige für die Wohnmobilnutzer ist, wenn ich ein Solarpanel habe, da läuft irgendwas mal schief, dann habe ich auch durchaus mal 15 Volt oder mehr als 15 Volt im Wohnmobil. Und dann kann ein Fernseher kaputt gehen. Was viele nicht wissen, ist, niedrige Spannung im Wohnmobil, wenn die Batterie schwach ist. Wir hatten das ja eben auch gerade draußen. Batterie ist schwach, ich habe nur noch 10, 11 Volt, dann habe ich einen höheren Strom, der durch das Fernsehnetzteil, das eingebaute Fernsehnetzteil fließt. Auch da können Fernseher kaputt gehen. Und deswegen haben unsere Geräte seit einigen Jahren dieses Weitbereichsnetzteil. Nicht nur, dass ich es in 24 Volt nutzen kann, sondern eben auch, dass sie wesentlich haltbarer sind in der Nutzung im Wohnmobil. Ja, ich zeige mal gerade ein kleines Detail, 356 Grad. Ich glaube, das Maximum, was ich so gelernt habe bei flachen Flächen, sind 360 Grad. Das heißt, du kannst von ganz von der Seite auf den Fernseher drauf gucken. Das heißt, auch die Leute, die auf der Sitzbank sitzen, kriegen auch alles mit. Genau. Also wir haben das vor einigen Jahren eingeführt. Wir nennen das Weitwinkel-TV, 89 Grad von jeder Seite. 90 ist, wie du richtig sagst, das Maximum natürlich. Und der Effekt, den kennt man, wenn ein Fernseher relativ weit oben ist im Kastenwagen, du guckst von unten drauf und siehst nichts mehr, weil das Ding zu dunkel ist, weil die Farben. Das geht in alle Richtungen. Das geht in alle Richtungen, klar. Deswegen 89 mal 3 sind diese 356. Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt also, üblicherweise kennt man das ja von den etwas älteren Monitoren, die von der Seite ganz andere Farben bringen. Genau. Das ist dann, ist wahrscheinlich so. Genau. Und ja, der Teufel steckt im Detail. Ihr beliefert ja ganz viele Erstausrüster, beziehungsweise Leute, die Wohnmobile bauen. Genau. Unter anderen Detlefs. Ja. Ihr habt aber noch viel, viel mehr. Darf man darüber reden, unter anderem? Ja, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber eigentlich ist es so, dass wir an jeden Reisemobilhersteller irgendwas liefern. Manche kaufen eben unsere DSP-Verstärker, manche kaufen unsere Fernseher, viele kaufen unsere Halter. Die Halter sieht man verdammt oft. Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also wir haben ja ein relativ breites Sortiment und ist in fast jedem Reisemobil was von uns drin. Ja, hier vorne sieht man Black Solar, ja, auch da setzt ihr auf eine ganz tolle Technik aus Italien. Die ist die gut, NDS? Ja klar, also wir versuchen ja immer Produkte auszuwählen, von denen wir überzeugt sind. Und so ist das bei den Solarpanels. NDS haben wir kennengelernt, das war unser Standnachbar am Caravan-Salon in Düsseldorf. Echt? So kam das? So kam das, genau. Und wir haben uns dann mit den Produkten beschäftigt. Das wiederum kam so, dass wir relativ viele Kunden hier hatten, die gefragt haben, macht ihr auch Solar? Und dann haben wir uns ein bisschen mit dem Markt beschäftigt und haben uns dann darauf festgelegt, Solarpanels von NDS anzubieten. Und das sind welche mit Perkzellen. Das heißt, was? Perkzellen, das sind Zellen, also Solarzellen, die sehr effektiv sind im Gegensatz zu den normalen Zellen. Aber nicht deswegen nicht wahnsinnig viel teurer sind, sondern einfach nur gut funktionieren. Du schreist das nicht so raus. Also man sieht so oft die Videos im Internet, wo die dann vieles schlecht machen und sagen, der ganze Schrott, der hier installiert, nur meine ist gut. Du bist ja Elektroniker, du kommst aus Elektrotechnik. Ja. Das ist so, da ist auch viel Show manchmal dabei. Das heißt, also ihr seid auch ganz offen, ihr sagt jetzt NDS, das ist der Hersteller, der ist in Ordnung. Ihr legt die Karten auf den Tisch. Ganz, ganz viele lassen ja auch in China bauen, machen praktisch ein eigenes Schild drauf. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, aber hier da ganz klar zu sagen, das ist so, du bist damit ja auch vergleichbar. Das heißt auch, was der Preis angeht. Genau, also wir haben ja unterschiedliche Produktbereiche. Wir haben unsere eigenen Produkte, über die haben wir jetzt ja schon gesprochen. Und wir haben eben auch Handelsware. Zu diesen Handelswaren zählt NDS dazu. Aber Handelsware ist es natürlich auch wichtig, dass wir da eine Qualität haben, wo wir einfach dahinter stehen und die halt einfach funktioniert.
Genau, ihr macht ganz, ganz viele von diesen Panels, die verbaut werden. So sieht es aus. Das heißt, die müssen ja auch funktionieren, auch wenn es ein bisschen rappelt oder wenn mal, ich sag mal, einer mal draufsteigt. Das Ganze muss funktionieren. Sind die leicht zu montieren? Habt ihr da Stress mit oder klappt das gut? Ja, die sind deswegen so leicht zu montieren, weil die integrierte Halter haben. Das heißt, ich muss keine Halter mehr seitlich anschrauben, sondern die Halter sind Teil des Außenprofils. Und das zeichnet die NDS-Sachen aus, sind schon sehr einfach zu montieren und auch sehr, sehr stabil. Also stabiler als viele andere, die am Markt halt unterwegs sind. Ja, die Helden des Alltags, eure Leute in der Logistik, die sind dafür verantwortlich quasi, dass hier jedes Paket rausgeht. Wenn ich dich mal kurz fragen darf, wie du heißt, bitte. Michel. Nochmal bitte? Michel. Michel. Mhm. Du bist schon wie lange hier? 14 Jahre. 14 Jahre? Okay. Es ist ganz schön gewachsen, das Unternehmen, oder? Ja, ziemlich, okay. Ziemlich. Und jetzt der Boom bei Wohnmobilen, war Wahnsinn dieses Jahr. Ja, dieses Jahr war Wahnsinn, finde ich. Ja. Okay, aber trotzdem, ihr habt es hinbekommen, oder? Ja. Das war nicht einfach, oder? Nee, nicht immer, aber... Überstunden, so ein paar Stück gemacht? Ging so. Nee, ging so. Ihr habt es hinbekommen? Ja. Okay. Mhm. Denn das Jahr 2020 war ja für euch schon eine Bewährungsprobe, so ein kleines bisschen, was auch die Lieferfähigkeit angeht. Ja. Das heißt, also ihr habt ja viele Partner, die auch in Fernost sind, die das gut machen, aber ich sag mal, da geht ja nichts in 3 Minuten. Auch die hatten ja eine Krise dieses Jahr. Die haben nach wie vor noch eine Krise. Also das ist bei vielen Produkten, die aus Asien kommen, muss nicht unbedingt aus China sein, aber aus Asien kommen, gibt es nach wie vor durchaus Versorgungslücken. Also im Bereich Monisiva-Navigation sieht es teilweise relativ schwierig aus. Ist nicht so ganz einfach. Bei uns war es ein bisschen anders. Wir hatten einen super Jahresstart. Wir hatten dann im April und Mai teilweise Kurzarbeit, weil halt einfach nichts zu tun war. Also hier der Kollege war da auch eine Zeit lang zu Hause. Und danach ging es dann umso stärker weiter. Also wir hatten sehr, sehr unausgewogene Monate dieses Jahr, aber auch jetzt seit Juli immer sehr starke Monate, wo wirklich sehr, sehr viel Ware rauskommt. Ja, das heißt, ihr konntet das wieder aufholen, was am Anfang wehgetan hatte, ein bisschen? Ja, genau. Ja. Okay, super. Ja, wir gehen mal raus. Ihr habt den Ausgang. Wir drehen heute übrigens jetzt muss ich euch selbst auf die Uhr gucken, am 10. Was für ein Wochentag haben wir? Wir haben... Das ist ein Dienstag. Studentenleben. Dienstag, sicher? Dienstag. Doch, wir haben Dienstag. So. Dienstag, denn ich sag mal, gerade jetzt zum Wochenende kommen ja viele vorbei, muss man sagen. Lass mich beraten. Dienstag geht's, oder? Dienstag geht's. Man sieht es ja, heute ist hier nicht so wahnsinnig viel los. Die Kollegen im Service Center haben zu tun. Hier stehen ja noch ein paar Fahrzeuge auf dem Hof, die noch zu bearbeiten sind oder schon bearbeitet wurden. Ich zeig's mal gerade, hier vorne stehen 3 nagelneue Etoscos, die ihr machen lasst. Genau. Ihr habt ja auch viele Partnerschaften mit Händlern, die sagen, sie wollen so spezielle Ausbauten haben, damit die ihren Kunden auch was anbieten können. Das heißt, viele bauen ja erst, ich sag mal, die Geräte ein, wenn sie ausgeliefert werden. Genau, also gerade bei Marken in diesem Segment ist es ja so, dass da Werk nicht so fürchterlich viel drin ist. Und das ist ein Händler hier in der Nähe, der uns gern die Fahrzeuge vorbeibringt, die wir dann halt ausstatten mit SAT, Solar, Navigation, was halt von unserem Sortiment in diesen Produkten noch fehlt und mitverkauft wurde. So sieht's aus. Ja, hier vorne, das werden wir uns gleich mal angucken. Also, es gibt noch 3 Videos, mindestens für heute, wie viel wir hinkriegen. Ich gucke mal auf die Uhr, jetzt ist 12:45. Das ist euer erstes Showcar-Baujahr. Oh, der ist ganz neu. Das ist ein 2020er sogar, Karmann Davis 590. Ja, mit Dieselheizung habe ich schon festgestellt. Genau. Genau, das ist ja heute der Trend. Angemacht, ja. Da habt ihr alles drauf gemacht, was so geht. Das heißt, ihr habt viele, viele Sachen drin. Ihr habt bloß kein 360-Grad-System. Das ist in den großen drin. Da macht es auch Sinn. Ja, genau. Also hier haben wir die Produkte eingebaut in den Karmann, die unsere Händler auch meistens verkaufen. Also so, ja, normal will ich es jetzt nicht nennen, aber so die Produkte, die bei uns extrem gut laufen. Beim Sprinter dagegen sind es mehr individuelle Lösungen und beim Atos sind es mehr so Add-ons auf das, was ab Werk schon eingebaut ist. So, das ist der Sprinter, den habt ihr jetzt seit, ich glaube, seit 2 Jahren, kommt das hin? Den Sprinter habe ich im Januar gekauft. Im Januar, dieses Jahr. Dieses Jahr, genau, weil der Sprinter halt ein sehr wichtiges Basisfahrzeug geworden ist. Der hat noch gar nicht viele Kilometer. Ich glaube, der hat 200 Kilometer oder irgendwie sowas dieses Jahr drauf bekommen. 200, ja. Achso, der steht ja zum Testen bei euch. Der steht hier zum Testen. Den haben wir halt schon mehrfach auseinandergebaut. Wir haben da Produkte dran entwickelt. Ja, wie gesagt, Sprinter ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Basisfahrzeug.
Und wir müssen sicherstellen, dass die Produkte auch funktionieren. Das ist immer ganz hilfreich, so ein Auto dann auf dem Hof zu haben. So, das werden wir gleich mal zeigen. Du warst so lieb und hast meine Bitte erfüllt. Du hast mal einige Produkte hier auf den Tisch gelegt, die hier im Sprinter verbaut sind, unter anderem, dass man auch mal sieht, was da so geht. Ja. Und das werden wir uns gleich mal in einem extra Video anschauen. Also schaut euch das an. Grand Canyon S, Modelljahr 2020. Hier steht er. Länge 45. Was hat er? Der hat knapp 6 Meter. Ja, knapp 6 Meter. So ist es. Und hier vorne eingebaut, die kenne ich ja schon, die Alarmanlage mit, nee, Quatsch, das da ist, das was? Die Einparkhilfe. Die haben wir im Kammern drin. Die Alarmanlage daneben, die ist in beiden Fahrzeugen drin. Ein kleines Soundsystem, das gucken wir uns dann im Auto nochmal an. Interessantes Produkt ist das Kamerainterface für den Sprinter. Genau. Und, genau. Da hat man nämlich die Möglichkeit, mehrere Kameras anzuschließen, was normalerweise gar nicht geht. Da habt ihr was entwickelt. Und hier vorne sieht man ja diverse DSP. Das ist euer toller Subwoofer, den werden wir auch gleich mal sehen im Detail. Und der ist zwar relativ klein, aber wenn man heute sieht, was von JBL so in Cola-Dosengröße geht, das ist schon Wahnsinn, was da rauskommt, oder? Genau, es ist halt immer eine Frage der Abstimmung. Es muss halt alles zusammenpassen. Der Lautsprecher muss passen, das Gehäuse muss passen und eben die DSP-Abstimmung auch. So, und das ist jetzt so ein Lautsprecher, der auch gut klingt? Das ist ein Lautsprechersystem für den Fiat Ducato. Der kommt genauso, wie er hier liegt. Das heißt, fertig mit Adapter. Das passt alles. Die Kabel passen drauf. Hier die drei Schrauben rein. Fertig. Beim Hochtöner genauso. Der Stecker, das Gegenstück dafür, ist ein Ducato drin. Ich brauche es einfach nur draufstecken. Und auch dieses Gehäuse für den Hochtöner haben wir speziell machen lassen. Das wird einfach nur eingeklipst und passt dann. Sehr schön. Also, all das werden wir erleben. Ja, wenn ich herkommen möchte, die Öffnungszeiten bei euch nochmal? Wir haben geöffnet von Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis um 17 Uhr mit einer Mittagspause von 12 bis um 1. Und am Freitag haben wir geöffnet von 8 Uhr bis um 15.30 Uhr und auch wieder die Mittagspause von 12 bis 13 Uhr. Samstag? Samstag haben wir nicht zu. Haben wir zu, Entschuldigung. Genau. Samstag habt ihr geschlossen. Samstag haben wir geschlossen. So, ich gucke mal auf die Uhr. 1:20 haben wir jetzt gemacht. Es wurde doch ein bisschen länger. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben also mehrere Showcars. Kann das sein, dass diese Showcars schon mal entsprechend auf Händlermessen stehen? Ja, dieses Jahr leider nicht, weil er ist erst dieses Jahr fertig geworden. Und als der fertig war, gab es keine Händlermessen mehr. Aber dafür habt ihr sie auch gebaut. Oder? Dafür ist es gebaut, ja. Wir benutzen es aber hier natürlich auch, um Kunden die einzelnen Produkte vorzuführen. Super. Ja, vielen Dank. Gerne. Stell dich nochmal vor. Dein Name? Harald Schäfer, Geschäftsführer und Gründer von Karatec. Genau. Ja, ganz bekannter Harald Schäfer ist es aus Landau in der Pfalz. Und wir drehen heute am 10. November 2020. Und ja, großes Unternehmen. Jetzt haben wir so viele Wohnmobil-Videos gemacht. Jetzt siehst du mal, wo die ganzen Halter, wobei man darf ihn nicht reduzieren auf die Halter. Er hat nämlich zu mir gesagt, also speziell beim Sprinter hier, der verbaut ist, das ist das unauffälligste Auto von allem, wenn man sieht, was hier alles drin ist und du siehst nichts. Ja, das stimmt. Das stimmt. Prima. Hast du heute wieder viel? Nee, gelernt hast du nicht so viel, doch, oder? Ich weiß zum Beispiel, dass man jetzt das hier nicht anfassen darf, ja. Mit Fingernägeln. Genau. Ich glaube, wir werden heute, oder ich werde noch einiges heute lernen. Ja, das werden wir sehen. Also zumindest ich auch. Also das ist so, denn wir werden, ich habe schon viel gelernt, muss ich dazu sagen, nämlich speziell diese Lautsprecher, die man so auf das Holz aufbringt, das werden wir nochmal zeigen. Ja, euch vielen, vielen Dank. Und wenn Sie Lust haben, kommen Sie mal vorbei zu Karatec in Landau und erleben Sie das Unternehmen mal live, denn hier gibt es Verkauf an Endkunden. Ihr macht keinen Versand, aber man kann hier vorbeikommen, kann sich beraten lassen. Man kann die Sachen auch kaufen ohne Einbau, muss man dazu sagen. Man kann es auch einbauen lassen. Am besten kommt man mal vorbei, wenn es nicht gerade schneit und -4 Grad sind. Ansonsten vielen, vielen Dank, Harald, und gerne. Tschüss. Danke. Tschüss.